Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Forscherfragen. Mein Name ist Matthias Meyer und ich leite den Bereich Wissenschaft in der Körperstiftung. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen Moment der Rührung. Denn live stand ich das letzte Mal für unsere Forscherfragenreihe am 20. August 2020 im Körperforum. Zwar vor einem pandemiebedingt reduzierten Publikum, aber eben doch live. Aber täuschen Sie sich nicht, sollte sich eine kleine Träne von meinen Augen lösen, ist dies gerade keine Träne der Rührung, sondern schon wieder eine der Verzweiflung. Vor der Aussicht nämlich, dass der Auftritt heute Abend auch schon wieder der vorerst letzte sein könnte. Ruft uns der sächsische Ministerpräsident doch gerade schon wieder zu, jede Veranstaltung, die nicht stattfindet, ist eine gute Veranstaltung. Das erinnert schon sehr an die nihilistische Überzeugung, nicht geboren zu sein, ist ohnehin besser als geboren zu sein und wirft mindestens die schwierige philosophische Frage auf, wie etwas Nicht-Existierendes überhaupt etwas sein kann, nämlich gut oder sogar besser. Das Nichts hat keine Prädikate, möchte man dem Ministerpräsidenten also gerne zurufen, aber das würde er vermutlich als philosophische Spitzfindigkeit abtun und jedenfalls als nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallend. Das Thema Zuständigkeitsbereich allerdings bringt mich elegant auf einen sehr alten Gedanken, der mir im letzten Jahr in der ein oder anderen Form immer mal wieder aufzutauchen schien und der es mir erlaubt, hier das zu tun, was ich bei Forscherfragen immer gerne tue, nämlich ganz vorne anzufangen. Wahlweise bei der Bibel oder eben wie in diesem Falle bei der antiken Philosophie, genauer hin bei Platon. Der nämlich verfolgte eine Zeit lang die Überzeugung, legitime Herrschaft könne nur von Philosophenkönigen ausgeübt werden. Weshalb man entweder PhilosophInnen zu KönigInnen oder halt KönigInnen zu PhilosophInnen machen müsse, weil nur so, salopp gesagt, für die Vernunft des Führungspersonals gesorgt werden könnte. Die gegenderte Form mag Ihnen hier überraschend manieriert oder gar seltsam vorkommen, aber ja, Platon hat es genau so gemeint. Ganz schön woke, der alte weiße Mann, Weiße hier übrigens mit einfachem S. Den 2001 Remix dieser faszinierenden platonischen Idee haben Sie dann sofort im Ohr, wenn Sie mal probehalber Philosoph durch Virologe ersetzen. Teilweise jedenfalls konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, der eine oder die andere fände es ganz gut, wenn man die Ausführung der politischen Amtsgeschäfte für eine begrenzte Zeit zumindest mal ganz den virologisch-epidemiologischen Expertinnen überlassen könnte. Gute Idee? Wohl eher nicht. Auch Platon ist dann später von seiner Idee auch wieder abgekommen. Denn die ganze Konstruktion hängt davon ab, dass diese klugen Herrscher permanent das Gemeinwohl im Auge haben und sozusagen immer das schlechthin Gute verfolgen. Verlangt sind eigentlich Übermenschen, denen man gar nicht zutrauen dürfte, dass sie auch entgegen ihrer eigenen vernünftigen Überzeugungen handeln könnten, also zum Beispiel so schreckliche Dinge tun wie rauchen oder nachts nicht genügend Schlaf kriegen wegen Netflix-Abusus etc. pp. Irgendwie unrealistisch. Im Übrigen, und diesen Gedanken Platons finde ich wirklich bedenkenswert, hätten sie vermutlich auch gar keine Lust auf die Regierungsgeschäfte. Denn dies wäre ja nur eine unerwünschte Ablenkung von der Philosophie oder der Virologie. Regieren ist für den Virologen ein Opfer. Und in einem Gemeinwesen mit lauter rechtschaffenen Bürgern würde man sich, so Platon, um das Nichtregieren ebenso streiten, wie es gewöhnliche Politiker um das Regieren tun. Also das Nichtregieren dürfen ist ein Privileg. Das hieße übrigens im Umkehrschluss, Regierung würde umso überflüssiger, je mehr wir selbst zu guten und vernünftigen Bürgern werden. Welchen Staatsverdrossenen könnte man das eigentlich mal ins Poesiealbum schreiben? Meine Damen und Herren, mein Vergleich war vielleicht wild, aber nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, denn Platon hat die Kompetenz des Herrschers durchaus mit der des Arztes verglichen. Ich jedoch vergleiche die des Arztes mit der des Begrüßungsredners. Beide müssen zuweilen brachiale Schnitte machen. Und deshalb ist jetzt auch Schluss mit notdürftig aktualisierter antiker Philosophie und ich erzähle Ihnen noch etwas ganz anderes. Denn heute Abend haben wir nicht nur ein Thema, sondern auch zwei Anlässe. Zum einen feiern das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und die Freunde und Förderer desselben in diesem Jahr unterschiedliche Jubiläen, was für uns wieder einmal eine schöne Gelegenheit zur Kooperation ist. Eine kleine Information dazu finden Sie übrigens draußen auf den Tischen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit, lieber Herr Schüller und lieber Herr Czarnesit. Ein zweiter Anlass liegt in dem Umstand begründet, dass wir just heute ein kleines Corona-Extra, dieses Heftchen hier,
unseres Technikradars veröffentlichen, das wir seit einigen Jahren gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, ACATEC, und dem Institut Cirius an der Universität Stuttgart herausgeben. Diese Studie widmet sich den Technikeinstellungen der Deutschen und weist nun schon seit Jahren nach, dass nichts dran ist an dem Mythos, wir seien besonders technikfeindlich. Im Gegenteil scheint in Zeiten von Corona die Skepsis gegenüber Technik eher abzunehmen. Der Aussage, je weiter sich die Technik entwickelt, desto mehr Zwänge wirken auf die Menschen, stimmten 2019 noch 65,5% der Befragten zu, 2021 sank die Zahl deutlich auf 51%. Dafür halten jetzt über 2/3 der Befragten die Gesellschaft für gespaltener als vor der Krise. Kontrovers diskutiert wurde auch der Einsatz digitaler Technologien zur Eindämmung der Pandemie, beispielsweise durch die Corona-Warn-App. Tatsächlich meint etwa mehr als die Hälfte der Befragten, 52% nämlich, die Pandemie habe gezeigt, dass das Thema Datenschutz praktische Problemlösungen zu sehr erschwere. In dieses Themenfeld gehört auch die Nutzung der neu eingeführten elektronischen Patientenakte. Interesse ist da, fast 47% wollen sie nutzen, nur 5% tun es bisher. 20% lehnen sie ab aus Datenschutzbedenken und weil unklar ist, wer welche Daten einsehen kann. Und schließlich ein Viertel kennt das Angebot noch gar nicht, Luft nach oben also. Und bevor ich es nun endgültig vergesse zu erwähnen, denn umkreist habe ich es ja schon, neben den Anlässen haben wir doch tatsächlich auch ein Thema heute Abend. Wissenschaft unter Druck heißt es und könnte im Untertitel auch heißen Corona und die Viren, eine Zwischenbilanz. Wir haben einen Gast, der zu jenem verantwortungsbewussten Wissenschaftlern gehört, der sich seit nun schon fast 2 Jahren bemüht, nicht nur die Ursache, Wirkung und Bekämpfung des Viruses und der Pandemie zu erforschen, sondern ebenso unermüdlich uns Laien eben dieses in verständlichen Worten nahezubringen. Er ist Humanmediziner, Infektiologe und Professor für Virologie an der Universität Hamburg und stellvertretender Direktor im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Und ich würde fast wetten, dass Sie alle ihn im Laufe der Pandemie schon einmal im Fernsehen, im Netz oder im Radio gesehen und gehört haben. Ob er noch Lust auf ein Virologenkönigtum hätte, wenn klar ist, dass dazu nach Platon auch die Bereitschaft gehört, ein einfaches und asketisches Leben zu führen, darf er uns gleich selbst verraten. Herzlich willkommen, Professor Jonas Schmidt-Chanasit. Ob Moderatoren eigentlich auch das Zeug zum Herrscher haben oder eher dem Stand der Handwerker und Bauern oder dem der Wächter zuzuordnen wären, darüber gibt Platon leider noch keine Auskunft. Da wir hier aber einen haben, der jedenfalls auch das Zeug zum Philosophen hätte, wäre ich da ganz optimistisch. Sicher ist, er lässt sich die Gesprächshoheit nicht so leicht nehmen und ist also mindestens eine Art Moderatorenkönig. Herzlich willkommen, lieber Johannes Büchs. Und nun geht's auch fast schon und endlich los, aber eine gute Nachricht habe ich noch vorher für Sie, sozusagen unsere neue 3G-Formel, wonach 2G, also geimpft und oder genesen, zu einem Bonus-G, vulgo Getränk, führt, das wir Ihnen im Anschluss an das Gespräch gerne verabreichen. Und keine Sorge, nicht intravenös, sondern ganz wie vor der Pandemie in handelsüblichen Gläsern. So, und der letzte Satz gehört wie immer Georg Christoph Lichtenberg, der als Philosoph immerhin eine sehr realistische Einschätzung seiner Fähigkeiten als Herrscher hatte. Der Mann zu sein, der so absolut in Deutschland herrschen könnte, wie ich auf meinem Schreibtische, wünsche ich mir nie. Ich würde gewiss nur Dintenfässer umwerfen und durch Aufräumen die Sachen nur noch mehr verwirren. Lieber Herr Schmidt-Chanasit, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie mit der Herrschaft über Ihren Schreibtisch auch ganz zufrieden oder ist das Virologenkönigtum doch eine lockende Aussicht? Vielleicht können wir das eben noch kurz klären. Lieber Johannes, lieber Herr Schmidt-Chanasit, die Bühne ist Ihnen. Viel Dank und viel Vergnügen. Machen. Vielen Dank, Matthias, für die einleitenden Worte und die vielen Komplimente. Wie sieht es auf dem Schreibtisch aus? Zunehmend aufgeräumter, aber weil der Urlaub ansteht. Insofern muss man ja so die ganzen Sachen jetzt auch, die liegen geblieben sind, abarbeiten und letztendlich verteilen. Ja. Erstmal sind wir sehr froh, Sie hier zu haben. Vielleicht dürfen wir vorneweg noch 2, 3 Dinge sagen. Wir teilen diesen Abend ein bisschen. Auf der einen Seite haben wir einen Virologen hier, auf der anderen Seite einen Wissenschaftler, der ja auch
als allererstes mal etwas sagt zum Thema, wie stark die Wissenschaft unter Druck ist. Aber ich bin mir sicher, dass es vielleicht auch noch eine Frage zu Viren geben könnte. auch wenn wahrscheinlich jetzt schon hier Hobby-Virologen da sind und so viel selber wissen. Aber ganz wichtig, die Viren, die Sie beschäftigen, sind Viren, die eigentlich nicht durch die Luft zirkulieren, sondern es sind eher Viren, die von Gliederfüßer an Menschen übertragen werden durch Zecke oder Stechmücke, also zum Beispiel ein Virus wie Dengue-Fieber. Oder FSME, genau. Oder ja, das wäre die Hirnhautentzündung, genau. Die kennen ja durch Zecken. Genau, die durch Zecken übertragen wird. Immer weiter in den Norden kommt? Ja, erschreckenderweise. Insofern, vielleicht muss man sich dann auch bald im Umfeld von Hamburg in der Lüneburger Heide impfen lassen. Bisher noch nicht, aber die breitet sich aus, die FSME. Gut, das also vorneweg. Also es sind eher die Arboviren, heißen sie? Arboviren. Ne, von Arthropod-Born, also nicht von Arbor-Baum, sondern von Arthropoden, Arthropod-Born-Viruses, Arboviren, genau. Arboviren. Gut, also wir sind glücklich, Sie hier zu haben, fangen aber mit dem Thema Wissenschaft unter Druck an. Mhm. Unser Thema ist Wissenschaft unter Druck. Ist es Ihnen passiert in den letzten Monaten, dass Sie so eine richtig böse E-Mail oder einen blöden Anruf bekommen haben, wo Sie bedroht oder beschimpft worden sind? Ja, natürlich. Aber alles, sage ich mal, in einem Maß, wo man sowas noch verkraften kann. Aber natürlich gibt es diese bösen E-Mails, Morddrohungen. Also wer das nicht geahnt hat in so einer Situation, ist blauäugig. Und ich glaube, dann sollte man so etwas auch nicht machen in so einer Situation. Also insofern habe ich damit gerechnet und war jetzt auch nicht verwundert. Also das hat mich am wenigsten verwundert, dass es natürlich so eine E-Mails gibt. Gab es früher auch schon bei Themen, die Deutschland viel weniger berührt haben, Ebola, Zika, Dengue. Und jetzt ist es natürlich dann mehr geworden. Hm. Also gerade das, finde ich, nötigt mir noch mehr Respekt ab, dass Sie sich auch hier wieder hinstellen oder setzen. Denn natürlich gibt es auch Leute, die darauf reagieren mit einem ganz anderen Weltbild und dann vielleicht solche E-Mails schreiben. Dankeschön dafür. Jetzt aber fangen wir erstmal an mit der Frage, wie würde ein Wissenschaftler rangehen? Wahrscheinlich mit einer Definition, oder? Kommt auf die Frage drauf an. Also sagen wir doch mal, das Vertrauen in die Wissenschaft. Wie könnten wir, wenn wir jetzt mal nach so einer Definition suchen, wie könnten wir es definieren, warum Wissenschaft sich überhaupt so darstellen muss in der Öffentlichkeit und für das Vertrauen werben? Ja, also Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Natürlich in der Pandemie, um eben die Mitarbeit der Bevölkerung zu gewinnen, eben für bestimmte Maßnahmen, die notwendig sind. Und Wissenschaft braucht das Vertrauen, wenn dort eben bestimmte Punkte, bestimmte Ereignisse auftreten, die das Vertrauen erschüttern, und da gibt es eben natürlich Fallen, ich gehe darauf gleich nochmal ein, dann wird es problematisch, weil wir natürlich, ich gehe davon aus, dass die Politik sehr schätzt, dass die Wissenschaft eben ihre Erkenntnisse mitteilt und dass das eben ein Punkt ist, der dann in politischen Entscheidungen auch berücksichtigt wird. Und wenn dort in der Bevölkerung natürlich einmal das Vertrauen verloren geht, aber auch politisch natürlich das Vertrauen in die Wissenschaft verloren geht, dann wäre das natürlich sehr dramatisch. Das heißt, am Anfang muss man sich eigentlich erstmal nackt ausziehen und zeigen, was es für Interessenskonflikte gibt, damit man später das Vertrauen nicht verliert, wenn einen jemand vorwirft, ja, der bekommt ja aber auch Geld an seinem Forschungsinstitut. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, und es ist eben, so wie Sie es gesagt haben, auch wichtig, das proaktiv zu machen, sondern nicht erst, wenn, ich sag mal, diese Verschwörungstheorien dann auftauchen und sie sagen, diese Empfehlung oder dieser Ratschlag wurde nur gegeben, weil. Um dem entgegenzutreten, ist es eben wichtig, dass man frühzeitig seine potenziellen Interessenskonflikte, die jeder hat, offenlegt, und dann kann das jeder nachlesen. Jeder Wissenschaftsjournalist kann die Aussagen bewerten und auch einschätzen, und somit ist das einfach eine wichtige Offenheit, die dazu führt, dass das Vertrauen nicht verloren geht, wenn das nämlich nicht gemacht wird. Und ich habe das ja auch mal vorbereitet, so ist das eigentlich normalerweise. Bei uns, bei jedem Vortrag, habe ich immer so einen Slide, wo ich die potenziellen Interessenskonflikte, die im Rahmen dieses Vortrags bestehen könnten, aufliste mit so einem kleinen Text darunter, und dann weiß man das. Und wenn mich jetzt einer fragt, zum Beispiel Herr Schmidt-Chanasset, wie finden Sie die Teste von Euroimmun? Mhm. Dann wissen Sie, ich habe mal für Euroimmun einen Vortrag gehalten, muss gar kein Geld bekommen haben. Also das sind auch so eine Sachen, die nicht unbedingt damit zusammenhängen, ob man jetzt irgendeine Firmenbeteiligung hat. Es geht sehr, sehr weit, diese Interessenskonflikte. Und wir müssen die zum Beispiel auch in der STIKO, müssen wir seitenweise diese Sachen ausfüllen. Also es geht hier auch natürlich einmal um Forschungsförderung, ob ich zum Beispiel durch bestimmte Ministerien gefördert wurde und so weiter und so fort. Also das ist in der Medizin sehr weit
verbreitet. Ich bin manchmal, wenn ich mit Kollegen zum Beispiel aus der Biologie oder Chemie, Physik und so weiter spreche, da ist man zum Teil verwundert und fragt, was meinst du denn eigentlich mit Interessenskonflikten? Also haben wir gar nicht. Dann muss ich das immer erklären, wie breit das eigentlich gefasst ist und dass es eben wichtig ist, dass man das vorher publik macht. Und das haben wir gerade, glaube ich, vor 3 Wochen war diese gemeinsame Pressekonferenz auch mit dem Deutschen Wissenschaftsrat, die dieses Positionspapier vorgestellt haben und das auch nochmal als ganz wichtigen Punkt herausgearbeitet haben. Die haben das auch sehr schön formuliert, ich habe es ja nochmal zusammengefasst, dass eben diese maximale Transparenz bei Kooperation mit externen Partnern wichtig ist, weil das letztendlich auch der Anspruch ist an das Wissenschaftssystem und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft nur zu wahren ist, wenn die Ziele der Kommunikation, also warum bin ich heute hier? Warum mache ich das seit 2 Jahren? Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel, dass ich mehr Forschungsgelder bekomme? Ist mein Ziel, dass ich irgendein Institut leite? Das muss man klar kommunizieren. Ne? Und warum sind Sie heute Abend hier? Genau, das kommt gleich. Das ist nämlich einer der Grundsätze in der Verfassung der WHO, dass ich auch immer, die ich auch immer eigentlich sehr gut als letztendlich Leitfaden genutzt habe. In der ganzen Zeit und natürlich auch schon davor. Das hat sich ja nicht geändert. Die gibt es ja seit 1946. Und man ist immer erstaunt, wie aktuell eigentlich diese Präambel ist mit den Leitsätzen. Also die Mütter und Väter der Verfassung haben da schon vieles vorausgesehen und viele Erkenntnisse, wo man heutzutage auch vielleicht das Gefühl hat, das Rad wird oder muss neu erfunden werden, aber das ist gar nicht so. Natürlich gab es auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg große Herausforderungen in Bezug auf Infektionskrankheiten, eben von der Kinderlähmung, Polio angefangen, über die Pocken. Und die Fragen, die sich die Gesellschaft gestellt hat und die Welt, waren die gleichen. Also welche Maßnahmen sind notwendig? Brauchen wir eine Impfpflicht bei den Pocken? Wie können wir bestimmte Infektionskrankheiten eben eradizieren, wenn man sie ausrotten kann, eben wie die Pocken, was ja dann auch gelungen ist. Bei den Pocken hatten wir die Impfpflicht dann seit den 50er Jahren und sie wurde dann in den 70er Jahren wieder abgeschafft, weil die Krankheit dann ausgerottet war. Richtig, genau. Und sie ist jetzt eben noch das Virus an sich eben in 2 Sicherheitslaboren, vielleicht auch noch mehr Laboren eben in den USA und in der ehemaligen Sowjetunion, jetzt Russland. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob man zum Beispiel diese verbliebenen Isolate, die noch in den Laboren vorhanden sind, ob man die jetzt eben endgültig vernichtet. Das ist dann eben so eine, ja, auch so eine Grundsatzfrage, weil man sich damit natürlich dann auch die Möglichkeit aus den Händen gibt, wenn jetzt doch noch irgendwo Restbestände sein sollten, die unentdeckt oder undeklariert vorhanden sind, dass man dann natürlich damit auch enormen Schaden anrichten kann. Daraus höre ich bei Ihnen, Sie würden diese Sicherheitsbestände am liebsten gut verwahrt wissen, aber nicht vernichtet. Ja, richtig, genau. Mhm. Und ich meine gelesen zu haben, dass aber manch ein zum Beispiel Impfgegner im Moment auch sagt, naja, Corona kann man ja nie ausrotten, deswegen wäre Impfen oder auch mit einer Impfpflicht, wen auch immer es betrifft, gar nicht sinnvoll. Das wäre aber auch nicht das Ziel von Virologen, weil es bei unterschiedlichen Viruserkrankungen die Möglichkeit gibt, auszurotten und bei anderen nicht. Richtig, genau so ist es. Und das ist ja seit Anbeginn klar, dadurch, dass es eine Zoonose ist und einen tierischen Wirt hat und sich eben auch viele Tiere, Wildtiere damit infizieren können. Gerade vor kurzem ist eine interessante Studie veröffentlicht worden, dass eben in der Jagdsaison, ich habe es jetzt vergessen, ob es in den Niederlanden oder Belgien war, jedenfalls der Nachweis des Coronavirus bei Wildtieren deutlich in die Höhe gegangen ist. Also anscheinend gibt es da bestimmte Kontakte, die zu diesen Infektionen führen. Da muss man natürlich eben vorsichtig sein mit diesen Einträgen. Also letztendlich ist es ja aus dem... Moment. Das heißt, der Jäger geht mit Corona in den Wald. Wie das genau passiert ist, das fragt man sich, ja. Naja, ja. Weil wenn er das Tier schießt, dann kann es ja nicht mehr... Dann hustet er, das Tier verschwindet. Ja. Aber es muss in der Nähe des Hochsitzes gewesen sein, weil sonst wäre die Ansteckung nicht... Es ist sehr erstaunlich und ja. Insofern jedenfalls, abgesehen von dieser einen Studie, gibt es natürlich auch viele weitere Hinweise, dass es auch wieder Einträge, die berühmten Nerze in Dänemark, die dann alle gekeult werden mussten. Ne? Und gerade Massentierhaltung ist da eben ein großes Problem, weil sich da natürlich, wenn das Tier empfänglich ist für diese Infektion und es scheint doch einige Tiere zu geben, dass es sich dann eben dort natürlich wie so ein Flächenbrand durch so eine Massentierzucht übertragen kann. Und das ist dann natürlich hochproblematisch, wenn es dann auch wieder Zurückübertragung kommen kann. Weil sich dann langsam an den Menschen auch anpassen kann und vielleicht dann... Es ist ja schon an den Menschen angepasst, aber es können natürlich bestimmte Mutationen im Tier auftreten, die dann wieder problematisch sind.
für den Menschen. Ne? Also gut, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ja. Genau, ich habe Ihnen nochmal eigentlich die drei wichtigsten Definitionen hier herausgesucht. Wir stellen uns, warum sage ich das Rad neu erfinden, wir haben ja momentan einen sehr starken biomedizinischen Blick auf die Pandemie, so kommt es mir jedenfalls vor, vielleicht nehmen Sie das anders wahr und das, was damals schon richtig war, ist heute umso richtiger, dass es natürlich nicht nur um das körperliche Gebrechen gehen kann, sondern dass Gesundheit eben viel mehr ist. Diese Definition von Gesundheit ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so aktuell, es gibt auch weitere Definitionen, dessen bin ich mir bewusst, aber es zeigt auch nochmal die Breite dessen, was Gesundheit ist. Ich habe dafür auch nochmal ein Bild mitgebracht, die Kinder sind an sich gesund, aber natürlich die Lebensverhältnisse, das soziale Wohlergehen, das sieht man, wenn man auf so einer Müllkippe lebt, ist alles andere als gut. Und es ist absehbar, dass die Gesundheit auch nicht lange anhalten kann, wenn man sich so einer Umgebung aussetzen muss. Richtig, das ist jetzt spekulativ, aber ich will damit sagen, wir gucken sehr stark auf die biomedizinischen Aspekte, das ist ja auch richtig, wir sehen die Belastungen in den Intensivstationen, auch im niedergelassenen Bereich. Auf der anderen Seite leben wir eben in einer Gesellschaft und gerade wenn wir über bestimmte Maßnahmen eben reden, führt das natürlich zu einer Gesamtlage, die eben auch andere Aspekte betrifft. Um es mal so ganz vorsichtig zu sagen, wir können es dann nochmal ganz genau natürlich besprechen, was ich da meine, aber ich will einfach sozusagen den Blick etwas weiten. Ne? Ja. Der erste Punkt war, es ist nicht nur das Fehlen von Krankheit, was Gesundheit ausmacht. Richtig. Okay, und jetzt? Genau, das ist der zweite wichtige Punkt, den wir gleich auch heute oftmals in den letzten Wochen und Tagen auch besprochen haben. Es geht ja um die Auffrischungsimpfung. Es gibt klare Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, über 70 entsprechend Personen immungeschwächt oder im pflegerischen Bereich. Und wir vergessen oftmals über die Diskussion, ich bin jetzt 30 und will mich auch schon auffrischen lassen, dass in vielen Ländern der Welt noch gar nicht mal eine vollständige Grundimmunisierung oder nur ein sehr kleiner Teil eine Grundimmunisierung erhalten hat. Gerade wenn wir in die Länder des globalen Südens schauen, zum Teil unter 1%. Und das ist natürlich in der Pandemie ein großes Problem. Nicht? Also wir haben da eben zum Teil Krankenschwester, Pflegepersonal, ältere Menschen, die dann eben schwere Verläufe haben können. Und wir reden bei uns dann eben vielleicht jetzt in den nächsten Wochen darüber, ob sich 40-Jährige, 30-Jährige auffrischen lassen können. Das hat natürlich für uns den Vorteil, dass sich dann das Virus nicht so schnell mehr weiterverbreiten wird. Aber im Sinne einer globalen Bekämpfung einer Pandemie ist das eben eine Ungleichheit und die wird zu Schwierigkeiten führen. Das darf man dabei nicht vergessen. Aber ich verstehe auch natürlich, dass unsere Politiker erstmal auf die Situation hier in Deutschland schauen. Aber ich bin zum Glück kein Politiker und im Tropeninstitut. Insofern kann ich gerne in die Länder des globalen Südens schauen und nochmal darauf hinweisen, dass es da eben eine große Ungerechtigkeit gibt in dieser Sache. Und das sehen wir sehr hier auch nochmal beispielhaft, wie die Menschen dort in Princetown in Südafrika eben anstehen, um überhaupt erstmal ein Gespräch mit einer Krankenschwester zu bekommen, ganz abgesehen davon, ob sie jetzt geimpft werden können oder nicht. Also ich weiß nicht, ob das in unseren deutschen Wartezimmern auch so aussieht. Ich glaube, in den seltensten Fällen sieht das mal so aus. Es gibt auf jeden Fall einen Lesezirkel, den gibt es hier nicht. Ja, also schwierig. Nur aber noch mal. Ich kenne auch Ärzte, die haben auch schlechtes Praxismanagement oder viel Andrang. Trotzdem, wir müssen hier davon reden, bei den Impfquoten in den Ländern südlich des, eigentlich auch nördlich des Äquators. Wir reden über ganz Afrika wahrscheinlich, wir reden über Südamerika, wir reden über Südostasien. Die Länder des Globalen, wir müssen ja gar nicht so weit, wir müssen ja nur mal in die Tschechische Republik schauen oder nach Rumänien, wo wir das Personal, was bei uns fehlt, sozusagen akquirieren, um hier die Lücken zu schließen. Auf der anderen Seite, der Impfstoff ist genügend vorhanden angeblich, aber da gibt es auch eine sehr große Skepsis gegenüber Staat und andere Faktoren, warum es da nicht... Andere Faktoren, die dort eine Rolle spielen, aber es sind zum Teil eben auch, dass eben nicht genügend Impfstoff entweder eingekauft werden kann, dass die Gelder anders ausgegeben werden, das, was Sie schon angesprochen haben, das ist sicherlich so, aber wir haben es gerade am Anfang der Pandemie gesehen, dass einfach die das meiste Geld hatten, die konnten natürlich erstmal die Impfstoffe dann auch einkaufen. Es gibt natürlich, das will ich nicht verschweigen, große Initiativen, um das gerechter zu machen, die auch von der WHO, Bill Gates und so weiter eben auch unterstützt werden, um da eben zumindest etwas das Leid denn zu lindern, dieser Ungerechtigkeit. Aber wir sehen nach wie vor diese große Ungleichheit. Also ein wichtiger Punkt. Und Sie hatten am Anfang gefragt, warum mache ich das überhaupt? Und das ist eigentlich der Punkt, warum ich das mache, eine aufgeklärte öffentliche Meinung und die tätige Mitarbeit der Bevölkerung, gerade eben im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, ist ganz entscheidend und von höchster Wichtigkeit. Und wir sehen das ja. Wenn wir eben bestimmte Zielgruppen nicht erreichen, dann haben wir zum Beispiel jetzt gerade aktuell bei den Impfungen
ein großes Problem. Insofern ist es wichtig, dass wir auch gerade als Wissenschaftler oder auch als Wissenschaftsjournalisten alle Medienformate nutzen, eben nicht nur ein bestimmtes Format, was mir jetzt vielleicht besonders gut liegt, sondern möglichst alle Medienformate, um einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen, eben mit ganz einfachen Nachrichten und manchmal eben mit sehr komplexen Diskussionen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht bei uns auch noch nicht ganz so verbreitet ist, wofür ich immer sehr stark auch werbe, da keine Scheuklappen zu haben und auch bestimmte Medienformate von vornherein auszuschließen. Es gibt positive und negative Beispiele, wie so etwas schiefgehen kann, ist bei mir genauso auch schon passiert, aber ich bin auch überrascht, dass man so einen Teil auch bei, sag ich mal, wo man gedacht hat, das ist sehr stark qualitätsgesichert und dann auch enttäuscht war, dass dann Sachen verkürzt oder falsch wiedergegeben wurden und das ist nicht immer die Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Also insofern ist es da wichtig, meines Erachtens alle Formate zu nutzen, um dann eben die Mitarbeit auch zu gewinnen. Ein Beispiel nochmal, ja, ganz praktisch in Westafrika, Ebola-Virus-Epidemie, vielleicht vielen noch in Erinnerung, 2014, wo genau diese Aufklärung ganz wichtig ist, wo wir ja auch viele Menschen haben, die eben noch an bestimmte Dinge glauben, auch die Existenz des Virus in Frage gestellt wurde, wo es ja auch durchaus Anschläge gab auf die Teams, die dann in die Dörfer gegangen sind, ne, weil man gedacht hat, die bringen das Virus aus und so weiter. Also große Herausforderung und da ist es eben wichtig natürlich auf diese, auch in dem Fall lokalen Gegebenheiten einzugehen, um die Zielgruppen zu erreichen, mit natürlich den Mitarbeitern vor Ort, um nochmal so ein ganz krasses Beispiel zu bringen. Wir haben auch bei Ebola eigentlich alle Möglichkeiten, so wie bei Corona, dieses Virus einzudämmen, damit es eben nicht diese schrecklichen Ausbrüche gibt und Epidemien. Wir haben bei Ebola gute Behandlungszentren gehabt, Ärzte ohne Grenzen, gute mobile Diagnostik, die vom Tropeninstitut vor Ort aufgestellt wurde. Dennoch sind natürlich Menschen gestorben in diesen Behandlungszentren, sind dann in Leichensäcken herausgetragen worden. Und was man hier eben sieht, dass die Angehörigen nicht Abschied nehmen konnten. Warum konnten sie nicht Abschied nehmen? Weil diese Verstorbenen hochinfektiös sind. Die Körperflüssigkeiten haben sich ganz viele angesteckt. Insofern hat man die dann eingewickelt und hat gesagt, dürft die nicht mehr anfassen, nicht mehr diese rituellen Waschungen vornehmen, um eben Infektionen zu verhindern. Aus biomedizinischer Sicht total richtig, aber Gesundheit ist eben mehr und wenn man nicht auf die lokalen Gegebenheiten eingeht, hat es dazu geführt, dass sie die Kranken nicht mehr in die Behandlungsstation gebracht haben, sondern zu Hause versteckt haben. Dann gab es große Infektionsketten, man hat das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle gebracht, also muss man hier auf diese kulturellen Gegebenheiten eben eingehen. Man hat die Leichen dann zurück in die Dörfer gefahren, hat die aufgedeckt, alles natürlich mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen, damit es eben natürlich nicht zu Übertragung gekommen ist, aber die Angehörigen haben gesehen, da ist wirklich mein Angehöriger drinne und nicht irgendwie. Und das hat eben dazu geführt, dass man dann wieder die Möglichkeit hatte, auch besser zu therapieren und eben auch diese gefährlichen Beerdigungsrituale, eben die rituelle Waschung und nochmal das Küssen und so weiter, dass man das eben reduziert. Aber man sieht zumindest, da ist mein Angehöriger drin und kann dementsprechend auch Abschied nehmen. Und das hat eben dazu geführt, das Ganze auch etwas besser zu kontrollieren. Vielleicht darf ich da kurz einhaken, weil auch wenn wir weit weg von dieser Situation sind, glaube ich, können das doch manche Leute ein kleines Stück weit nachvollziehen. Ich erinnere mich an den Fall einer italienischen Bekannten, die sich nicht verabschieden konnte von ihrem Vater, einer der ersten Fälle. Aber ich würde gerne auch mal hier fragen, gab es jemanden, der oder die auf einer Beerdigung vielleicht war, mit Abstand nicht umarmen konnte oder sich auch vielleicht nicht richtig verabschieden gab? Gab es das? Ne? Also es scheint auch hier Erfahrungen dazu zu geben, mindestens 3 oder 4. Ich sehe ein Nicken. Vielen Dank dafür. Also man merkt, wie schnell auf einmal so eine kulturelle Sicherheit wie eine letzte Waschung oder ein letztes Drücken einem auf einmal genommen wird und wie schwer das dann einen zurücklässt. Und das muss jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr dramatisches Beispiel gewesen, was viele natürlich auch emotional berührt, aber wenn wir jetzt zurück zu Corona kommen und eben denken, dass wir doch auch in Deutschland eine relativ heterogene Bevölkerung haben und dass wir eben bestimmte Zielgruppen nur sehr schlecht erreichen, die eben jetzt vielleicht gerade nicht uns hier zuschauen oder auch nicht die Tagesschau gucken, dann ist das eben genau die Herausforderung, wo wir stehen. Wie können wir sie erreichen? Mit welchen Vertrauenspersonen können wir sie erreichen? Wie können wir für Verständnis sorgen? Ich habe mich da lange auch mit
einer Hausärztin in Berlin unterhalten, die sehr engagiert ist in einem, ich sag mal jetzt in einem problematischen Bezirk, wo wir einen hohen Anteil haben von Bürgerinnen und Bürgern, die eben aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Und sie macht da sehr, sehr interessante Beobachtungen. Sie ist ja auch sehr, sehr engagiert beim Impfen, hat gesagt, sie erreicht zum Beispiel sehr, sehr gut die türkischen, also die Bürgerinnen und Bürger mit türkischen Wurzeln und auch die Bürgerinnen und Bürger mit arabischen Wurzeln. Wo sie sehr starke Probleme hat, ist zum Beispiel bei den Bürgerinnen und Bürgern, die aus Russland gekommen sind, die vielleicht ganz andere Medien auch konsumieren. Da hat sie es nicht geschafft, überhaupt einen einzigen zu impfen. Also man sieht da sehr, sehr starke Unterschiede und das muss man eben verstehen. Und in Hamburg wird das ja auch mit vielen, vielen Maßnahmen versucht, eben in diese Bereiche hineinzugehen, diese Menschen zu erreichen. Und oftmals ist das auch eben wirklich Unkenntnis, dass diese Nachrichten, die wir sozusagen, oder diese Informationen, die wir dort eben hineinbringen wollen, bisher gar nicht angekommen sind. Und das ist, wie gesagt, sehr eine große Herausforderung. Das habe ich auch immer gesagt, verbraucht auch viele Ressourcen. Sie brauchen ja Leute, die zum Teil die Sprache sprechen, die kulturellen Gegebenheiten, auch die Kollegin aus Berlin oder Köln hat zum Beispiel gesagt, das ist oftmals so, dass die Jüngeren vorgeschickt werden, auch wenn das Risiko ganz stark bei den Älteren ist, weil es eben so ist, erstmal die Jüngeren vorschicken und gucken, was passiert denn bei der Impfung. Und wenn das gut geklappt hat, dann werden die Älteren geimpft. Also ein ganz anderes Herangehen als bei uns. Ja? Und das muss man alles berücksichtigen. Das sind jetzt natürlich Anekdoten und ich will es auch gar nicht verallgemeinern. Ja, aber untermauert ja die Theorie, ja. Es braucht Vertrauen. Und das finde ich sehr spannend, weil wenn wir jetzt an zum Beispiel Menschen denken, die vielleicht aus Russland oder deren Eltern aus Russland gekommen sind oder wir an Osteuropa denken, wo es ja ein ganz, ganz wenig ausgeprägtes Staatsvertrauen gibt, dann wird die Wissenschaft in den Topf geworfen mit vielleicht Medien und Staat. Und dann hat man keine Chance, auch mit guten Ergebnissen, Argumenten, sachlichen Hinweisen zu überzeugen, weil man eben die da oben oder die Regierenden oder die da sind und kommt in einen Topf mit Leuten, die zu gutem Grund ja vielleicht auch oft nicht Vertrauen haben. Ich meine, wenn man in Russland lebt, gibt es vielleicht einen guten Grund, kein Staatsvertrauen zu haben. Genau, also das ist sehr vielfältig und darum eben auch nochmal eine Herausforderung, weil wir ja eben oft jetzt darüber auch diskutieren, wer sind denn die Ungeimpften und warum weigern die sich? Ich glaube, das ist eben auch ein Feld, was man differenziert betrachten muss und eben, glaube ich, auch nicht nur immer sagen, die sind schuld, sondern man soll sich durchaus auch die Frage stellen, haben wir alles dafür getan, sie auch zu erreichen? Wenn sie vielleicht gar nicht so gut Deutsch sprechen, wie können wir sie besser erreichen? Warum haben sie uns in der Vergangenheit nicht vertraut und jetzt sollen sie uns plötzlich vertrauen? Also das sind Fragen, die man durchaus, glaube ich, auch mal stellen darf und dann wird das ja auch besser. Aber wir sehen ja, wie die Situation auf den Intensivstationen ist. Wir sind ja auch in Hamburg sozusagen in der Gruppe, wo wir uns austauschen, auch mit den Intensivmedizinern, Herr Kluge, wo wir genau das dann immer hören. Wer liegt auf der Intensivstation und warum ist er denn da? Warum wurden diese Sprachbarrieren nicht überwunden, um eben das verhindern zu können? Also das sind Sachen, die uns beschäftigen. Aber zurück zum Virus. Ich habe Ihnen noch mal was mitgebracht, weil man ja oft auch so die Frage stellt, ja, das Virus will etwas, es will jetzt schnell mutieren oder es will den und den infizieren. Ja, das hilft uns doch, wenn wir das vermenschlichen und dann sehen wir da einen Feind. Genau. Also was will das Virus? Es will nämlich gar nichts und man muss das Virus wirklich nicht als Lebewesen sehen, dass jetzt die Absicht hat, von der Fledermaus sozusagen auf den Menschen überzugehen, um dann dort etwas zu erreichen oder dort besser zurechtzukommen, um es ganz wirklich grundsätzlich zu sagen, das Virus ist da wie ein Sandkorn, es will erstmal nichts und das Einzige, was es letztendlich ausmacht, warum es denn zu Problemen kommt, sind die Kontakte. Evolutionär natürlich die Kontakte in einer Zelle, natürlich müssen die Zellorganellen sich ja auch bewegen, damit das Virus bestimmte Replikationsmechanismen nutzen kann und wenn man es dann natürlich größer betrachtet, Kontakte zwischen Tieren und Menschen, natürlich Kontakte zwischen den Menschen, das ist das Entscheidende. Also wenn wir nicht durch diese Wüste laufen, bleibt das Virus dort liegen als Sandkorn, wenn wir da sozusagen durchlaufen, dann kommen ein paar Sandkörner in unsere Schuhe und wir können es halt weiter verbreiten. Ich habe hier normalerweise ein kleines Video, was ich bewegen sollte. Ich probiere mal da drauf zu klicken. Ich glaube, das klappt nicht. Das klappt nicht, aber dann erzähle ich es. Da wären jetzt sozusagen Pünktchen, die Sie sehen, diese roten Pünktchen, das sind quasi die infizierten Zellen oder Sie können es auch als infizierte Menschen bezeichnen. Und diese grauen Pünktchen, das sind letztendlich die uninfizierten. Und dann werden Sie sehen, dass diese roten Pünktchen, würden Sie sehen, wenn das Video laufen würde, dass diese roten
Pünktchen mit den grauen Pünktchen zusammenkommen. Manchmal wird so ein graues Pünktchen rot, nämlich wenn der Kontakt länger ist. Und manchmal bleibt es grau, wenn es sich nur ganz kurz berührt. Und das ist auch ganz entscheidend. Es geht hier also einmal um die Intensität des Kontakts. Und beim Coronavirus ist es ja genauso. Wenn Sie draußen an der Straße aneinander vorbeilaufen, eine Sekunde Kontakt wird das in den seltensten Fällen zu einer Infektion führen. Wenn wir uns jetzt hier eben 2 Stunden unterhalten, hat das Virus sozusagen die Möglichkeit, wirklich überzuspringen. Und das ist etwas, was man grundsätzlich, keine Angst, ich bin zweimal mit Astra geimpft. Astra! Ja, das Johnson noch, und Johnson. Ja, das wäre jetzt noch dramatischer, aber es war zu einer Zeit, wo ich das sozusagen auch aus regulatorischer Sicht gesehen habe. Wenn Sie nämlich außerhalb der EU gereist wären, was ja dann gar nicht möglich ist, aber im Rahmen der Arbeit natürlich notwendig, wäre diese heterologe Impfung gar nicht anerkannt worden. Dann hätte man nur Kreuzimpfung. Die Kreuzimpfung, die ja sehr, sehr gut ist. Also nur einmal BioNTech und dann einmal Astra. Hätten die in Thailand gesagt, aber nee, das ist jetzt leider nicht vollständig. Also insofern gibt es auch bei den Impfungen durchaus Beweggründe, die rein formeller Natur sind. Also kann ich zum Beispiel zurück in die Heimat fahren. Das muss man auch immer berücksichtigen bei den Impfentscheidungen. Aber zurück zum Virus. Das ist auch für viele Leute ein Problem, die genesen sind. Ja. Und dann vielleicht in einem bestimmten Land nicht so interpretiert werden als geschützt. Ja. Und das bringt uns eigentlich auch wieder zurück zu Ihrem Bild. Denn selbst wenn jetzt ganz viele rote andere graue Punkte zu roten gemacht haben, dann kann es ja sein, dass sich das ja sogar wiederholt. Ich meine, dass Sie gesagt haben, wir können davon ausgehen, das geht 6, 7, 10, 20, 30, vielleicht 40 Mal durch uns durch, dass wir Kontakt hatten mit dem Virus und auch vielleicht einen ganz, ganz leichten Infekt haben. Ja. Das ist ja schwer vorstellbar. Ne? In unserer Vorstellung ist das so schwarz-weiß. Mhm. Oder ja, nein, ich habe das gehabt und dann bin ich vielleicht immun. Aber kann es sein, dass wir jetzt im Laufe unseres Lebens das Ding 40 Mal kriegen? Ja, davon muss jeder ausgehen. Also das ist, es sei denn, man lässt sich, gut, es kommt natürlich auf die Familie. Wir machen jetzt mal eine Pause und genießen das. Aber jetzt die Jüngeren sollten davon ausgehen, es sei denn, es wird regelmäßig sozusagen eine Impfung vorgenommen oder die dritte Impfung hält jetzt so lange, wovon eigentlich keiner ausgeht, dass man sozusagen lebenslang jetzt einen Schutz hat. Also man sollte eher davon ausgehen, das ist das realistische Szenario, dass man früher oder später mit dem Virus Kontakt hat, ist wahrscheinlich nicht bemerkt, weil man dann eben diese komplette Grundimmunisierung mit 3 Impfungen eben durchgemacht hat. Und so wie bei anderen Coronaviren, wo man eben auch im Laufe des Lebens, wie Sie es gesagt haben, 30, 40 Mal eben Kontakt hat und es dann größtenteils eben gar nicht merkt, dann wieder quasi einen natürlichen Booster erhält, wieder die Immunantwort sozusagen geht hoch, zelluläre Immunität, Antikörperantwort, Schleimhautimmunität und dann ist man erstmal wieder für einen bestimmten Zeitraum, das ist individuell sehr unterschiedlich, von Alter abhängig, Exposition, Krankheit, ne? Genau das, was wir bei Corona sehen, ist dann erstmal wieder ein paar Jahre geschützt und dann kann das Ganze eben in Wellen verlaufen, es hat ja einen klaren saisonalen Charakter, wie wir jetzt leider gerade wieder sehen müssen, das heißt im Herbst und Winter eine größere Aktivität und im Sommer wird das Ganze dann wieder ein bisschen weniger werden. Das ist das Verrückte, ne? Beim ersten Mal hätte es das Potenzial, uns richtig Schaden zu bereiten, vielleicht uns umzubringen und beim 30. Mal sagt die Schleimhaut, ach du schon wieder hier. Genau, aber das ist eben das hervorragende Immunsystem des Menschen und da können wir doch glücklich sein, dass wir sowas haben. Das hat sich auch evolutionär natürlich genauso entwickelt und weil wir natürlich in der Vergangenheit mit vielen solcher Viren konfrontiert gewesen sind und eben als Mensch in dieser Hinsicht evolutionär gut daran adaptiert haben. Im Laufe der Evolution, aber wenn wir jetzt uns vorstellen, wir wären in dieser Epidemie nicht im Jahre 2021, sondern im Jahre 1990 oder 1980, dann würden wir in einer ganz anderen Situation, also nicht nur, dass wir mehr Ruhe hätten im Homeoffice, weil das hätte die Telekom in den 90ern nicht hinbekommen, sie kriegen es ja bei mir heute noch nicht, aber wir hätten wahrscheinlich nie so schnell einen Impfstoff entwickeln können. Richtig, also gehen wir vielleicht noch ein paar Jahre zurück, sagen wir 1960, wir hatten ja auch entsprechende Influenza. Hongkong-Virus, 1965, weiß nicht genau. Richtig, entsprechende Influenza-Pandemien, man hätte es natürlich, hätte man das auf den Intensivstationen gemerkt, auch eine Belastung natürlich des Gesundheitssystems, aber man hätte sicherlich viel länger gebraucht, das Virus zu charakterisieren, zu isolieren, von den Impfstoffen eben ganz zu schweigen. Man hat ja eben nicht diese schnelle Möglichkeit mRNA-Impfstoffe, das ist ja wirklich ein Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte und auch Vektorimpfstoffe, das war natürlich alles weit entfernt. Da hätte man eben sozusagen inaktivierte Impfstoffe, attenuierte Impfstoffe, die normalerweise eine lange Zeit der Attenuierung, also durch Passagen in
Mäusen, in Kaninchen oder in Zellkultur benötigt hätten. Das ist das, wie die oder das Prinzip, wie die klassischen Impfstoffe ja hergestellt wurden. Gelbfiebervirus ist das beste Beispiel. Über 200 Passagen in Hühnereiern und so weiter und so fort. Also das hätte sehr, sehr lange gedauert. Insofern können wir da sehr glücklich sein, dass es eben jetzt erst 2019 dann eben aufgetreten ist. Und wir, ich komme gerade auf die Technologie zu sprechen, das ist vielleicht auch der gute Übergang, diese neue Sequenzierungstechnologie auch zur Verfügung haben in vielen Ländern der Erde, die dazu geführt haben, dass man überhaupt so schnell einen mRNA-Impfstoff dann auch entwickeln konnte. Ich habe Ihnen noch mal ein Bild mitgebracht. Leider sehen Sie das Hintergrundbild jetzt nur ganz schwach. Das waren so Mückenfallen mit 10.000 Mücken. Sie stellen sich wahrscheinlich die Frage, wie entdecken wir eigentlich diese neuen Viren? Und das ist ja wirklich auch ein Arbeitsschwerpunkt von mir, eben natürlich nicht für die Coronaviren, nicht für die respiratorischen Viren, sondern eben für die Viren, die im Urwald vorkommen, die eben von Mücken übertragen werden, von anderen Arthropoden. Und was wir da machen ist, wir fangen natürlich diese Stechmücken, könnten genauso gut auch Fledermäuse fangen, das ist dann kein Unterschied, aber wir konzentrieren uns auf die Stechmücken. Und dann ist es eben so, dass wir alle, die gesamte Nukleinsäure, also die Erbsubstanz, die in dieser Stechmücke drin ist, mit dieser neuen Technologie, die gibt es, ja, ich würde sagen, so jetzt knapp 20 Jahre, je nach Standard sozusagen, sind natürlich auch weiterentwickelt, die sogenannte Metagenomsequenzierung. Können wir sämtliche Nukleinsäuren sequenzieren, die in der Stechmücke drin ist? Das heißt, Sie schauen sich die Gene an. Zum einen der Stechmücke, die interessieren uns natürlich weniger, aber wir können natürlich auch Pathogene sequenzieren, Bakterien, Pilze, Viren. Und da sind natürlich Hunderte in dieser Stechmücke drin und das wissen wir innerhalb von einem Tag. Das heißt, wir haben sämtliche Genome dieser Bakterien, der Pilze, der Viren in einer Stechmücke mit diesem Gerät analysiert. Und wie man sich das vorstellen kann, ist, dass Sie, müssen die natürlich entsprechend schreddern, klein machen und dann ein bisschen aufarbeiten. Letztendlich haben Sie dann so eine Membran, wo so kleine Nanoporen drin sind, und da wird die Nukleinsäure durchgezogen, DNA-Strang, RNA müssen Sie vorhin DNA umschreiben. Und dann gibt es unterschiedliche Widerstände, je nachdem, was da für Nukleotid sozusagen durchgeht, gibt es einen größeren oder einen kleineren Widerstand. Und da können Sie dann genau sozusagen die Sequenz damit ablesen und haben dann letztendlich den Bauplan des entsprechenden Bakteriums oder des Virus entschlüsselt. Und mit diesem Bauplan, das ist ja genau bei Corona passiert, das haben die chinesischen Kollegen eben sehr schnell gemacht, haben den zur Verfügung gestellt und mit diesem Bauplan können sie dann anfangen, sofort die Impfstoffe zu entwickeln, zu synthetisieren. Sie brauchen nicht mehr das Virus, weil das ist ja eben aufwendig, das Virus zu isolieren in Mäusen, in Zellkultur, ne, und dann zu attenuieren. Sie können einfach nur mit dieser Gensequenz letztendlich Impfstoffe entwickeln. Und das ist natürlich eine Revolution, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Lassen Sie mich noch einmal eine Verständnisfrage stellen. Und zwar, wir brauchen aber, wenn Sie die Stechmücken sammeln, Stechmücken, die Blut gesogen haben von... Nein? Das ist noch, das kommt noch on top. Wenn wir eine Stechmücke haben, die gerade Blut gesaugt hat an einer Kobra, dann haben wir noch viele weitere Möglichkeiten. Wir können zum einen, können wir in der Stechmücke neue Viren natürlich identifizieren, die vielleicht auch humanpathogen sind. Zum anderen können wir aus Moment, es gibt Viren, die fürs Insekt gefährlich sind wie für uns oder im Insekt vorkommen können wie in uns Säugetieren? Richtig, also die Arboviren, wir haben schon darüber gesprochen, Dengue, FSME, die können sich natürlich in der Zecke oder in der Mücke vermehren und gleichzeitig auch im Menschen infizieren. Und dann gibt es Viren, die sich nur in der Mücke vermehren können. Das sind die sogenannten insektenspezifischen Viren. Die machen Sie denn dem Insekt auch was? Also kriegt das die Zecke auch die Hirnhautentzündung? Nein, das ist etwas so Nervenentzündung? Aber auch Arthropoden, auch Stechmücken, auch Zecken haben ein Immunsystem. Auch das interagiert mit diesen Viren. Das ist gerade Gegenstand der Forschung. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, diese Viren machen gar nichts in den Arthropoden. Ja. Also da gibt es sehr, sehr komplexe Interaktionen, auch mit Bakterien, mit Bakteriophagen. Das ist größtenteils noch unverstanden. Aber ein ganz, ganz, ganz spannendes Forschungsgebiet. Das schweifen wir jetzt aber ab. Wir waren bei der Kobra. Bei der Kobra, genau. Also die Mücke hat eine Kobra gestochen und das Blut ist jetzt in der Mücke, das ist nur ein Mikroliter, und dann können wir genau einmal aus diesem Bluttropfen, der in der Mücke drin ist, sagen, wo hat die denn dran gesogen? Dann sehen wir genau, die hat an der Kobra gesaugt. Und dann können wir aus dem Kobra-Blut noch nachweisen, ob zum Beispiel das Virus, was in der Mücke war, auch die Kobra infiziert hat, nämlich über die Antikörper, die im Blut enthalten sind. Sie sehen die Antikörperanzahl der Kobra in Ihrer Probe und könnten der Kobra sagen, du brauchst jetzt bald wieder eine Boosterimpfung? Genau, oder um es einfach zu sagen, wenn jetzt die Mücke einen Menschen gestochen hat, müssen wir kein Mensch mehr Blut abnehmen, sondern wir,
um es jetzt mal vielleicht salopp zu sagen, wir setzen einfach 10.000 Mücken aus in ein Dorf, die stechen die Menschen und dann wissen wir, was die Menschen für Infektionskrankheiten hatten oder haben. Mhm. Das könnten wir machen. Ist natürlich nicht ethisch, aber wir nehmen natürlich die Mücken, die da normalerweise vorkommen und dadurch ersparen wir uns das und müssen aber kein Mensch mehr Blut abnehmen, brauchen auch keinen Antrag und müssen niemanden fragen, weil das machen die Mücken. Wie genial das ist, kann man ja nur verstehen, wenn man sich überlegt, wie sie vor 20 Jahren gearbeitet haben. Ich kann mir vorstellen, sie hatten viel weniger Viren. Wie sind die damals zu Ihnen gekommen? Das Bernhard-Nocht-Institut gibt es ja schon ein bisschen länger. Viel, viel aufwendiger. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Entdeckungsgeschichte des Ebola-Virus denken, da sind Kollegen richtig eben im Sudan, Demokratische Republik Kongo und haben da eben Leichen seziert und haben dann versucht, diese Organe nach Hamburg zu bringen. Ist nicht gelungen, die wurden dann abgenommen und dann haben es die Belgier sozusagen als erste Peter Piot beschrieben. Also das waren dann auch schon Krimis, aber eben enorm aufwendig. Und sozusagen diese Vielfalt der Viren, die wir jetzt, also in so einer Stechmücke kommen hunderte von Viren, von den Bakterien ganz zu schweigen, vor. Und das hat enorm zugenommen. Und das Problem ist eigentlich gar nicht mehr jetzt irgendein neues Virus. Jeden Tag finden wir ein neues Virus, aber die Relevanz. Und da müssen eben diese ganzen weiteren Untersuchungen stattfinden. Nicht, dass man eben versucht, wächst denn so ein Virus zum Beispiel in Säugetierzellen, in menschlichen Zellen? Wenn es da gar nicht wächst, dann sagen, das wird wahrscheinlich für den Menschen keine Relevanz haben. Und das ist eigentlich das extrem Aufwendige. Also von diesen 100 Viren, die wir in diesen Stechmücken finden, wir wollen ja Vorhersagen treffen, welches ist jetzt wirklich das nächste Coronavirus, was könnte wirklich gefährlich werden? Das ist die Herausforderung und das braucht dann wirklich sehr, sehr viel auch Aufwand, sehr, sehr viele Mitarbeiter, die das dann eben weiter charakterisieren. Also die ursprüngliche, die eigentliche Entdeckung, die Sequenzierung, das geht mittlerweile ganz einfach, sehr, sehr schnell, aber dann haben sie halt 1000 neue Viren und dann geht die eigentliche Arbeit erst los. Das ist schön, ne? Hat man das eine Problem gelöst, hat man ein nächstes da und einen Stapel von wie vielen neuen Viren und braucht jetzt ganz viele Doktorandinnen und Doktoranden, die sich dran machen. Haben Sie Bedarf? So können wir jemanden motivieren zum Biologiestudium? Wir haben ja junge Menschen hier. Jederzeit. Also wir freuen uns immer über Masterstudenten, Doktoranden, jederzeit. Also da haben wir auch immer genügend Projekte, die dann natürlich auch bei uns ausgeschrieben werden. Also wir haben junge Leute, die sind noch so einen Schritt davor. Die sind wahrscheinlich kurz vorm Abitur, denke ich mal. Ist das ein Biologiekurs, den wir hier haben? Oder zwei? Sehr gut. Und wenn die sich das jetzt überlegen sollten, ob sie erstmal den Bachelor studieren in Biologie, dann also einmal schnuppern lassen an der Stechmücke oder an dem Stapel Viren, also die brauchen wir? Die brauchen wir auf jeden Fall. Es gibt Arbeit ohne Ende und wie gesagt, gerne an der Uni Hamburg, da seht ihr mich dann, gerade wenn er Biologie studiert. Ja, ne? Ich bin nämlich der einzige Mediziner dort. Mich hat es so ein bisschen verschlagen zur Biologie, aber das ist eben die Virologie, das ist ja der große Vorteil. Es ist ja ein unheimliches Querschnittsfach, das heißt, es ist nicht sehr, ist natürlich auch medizinlastig, aber wir haben Veterinäre, das sieht man jetzt ja auch übrigens in den ganzen Talkshows. Ne? Also das hat eine unheimliche Breite, es sind nicht nur Mediziner, sondern eben viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachdisziplinen. Das macht das total spannend, weil das eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Das Versprechen war, neue Viren gibt es genug, könnt ihr entdecken und Talkshow habe ich mir notiert. Ich glaube, den Ton, lassen wir das mal. Ich habe noch so ein kleines Video mitgebracht. Also wenn wir so ein neues Virus haben, isoliert haben in Zellkultur, dann wollen wir natürlich wissen, wenn das jetzt zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo ist, kann das sich auch in Deutschland ausbreiten und kann es auch von unseren einheimischen Mücken übertragen werden. Und die Kollegen, die Sie jetzt hier sehen, machen genau dieses Experiment. Die mischen Blut mit diesem neuen Virus und dann muss das ja irgendwie in die Mücken rein. Das sehen wir gleich, wie das passiert. Das ist übrigens jetzt die asiatische Tigermücke, die da infiziert wird, die auch in Deutschland mittlerweile vorkommt, die sich immer weiter ausbreitet und viele, da ist sie, betäubt mit CO2. Wenn die rumfliegt, kann man natürlich nichts mit der machen, dann kommen da die Blutstropfen rein. Dann muss man die Mücken, die das Blut gesogen haben, sortieren von denen, die das nicht gesogen haben. Und dann kommen die für entweder 2, 3, 4, 7 Tage bei bestimmten Temperaturen, in dem Fall sind die mit dem Zika-Virus infiziert, in einen Brutschrank. Und dann schaut man eben, ob diese Tigermücke das Virus nach einer gewissen Zeit auch übertragen kann, also nach 7, 14 Tagen und so weiter. Das passiert hier. Da werden die angeregt, den Speichel abzugeben, weil natürlich immer mit dem Mückenspeichel das Virus übertragen wird. Und wie kriegt man jetzt den Mückenspeichel da raus? Das ist... Was zu futtern, oder? Nein, erstmal muss man kneten. Also jeder, der gerne knetet, der hat hier Vorteile. Mücken kneten? Jetzt bin ich wieder. Da. Mhm. Unterschiedliche Farben. Das macht sie sehr ordentlich, die Anna. Eine der besten Mitarbeiterinnen.
weil da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das ist so eine kleine Pipette, die man dann abschneiden muss. Und da kommt gleich die Mücke rein. Aber in die Knete? Nee, die Pipette kommt da auch. Ich verstehe es noch lange nicht. Ja, ja. Die Auflösung kommt gleich. Die Beine ausgerissen. Zum Glück haben Mücken keine Rechte. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Die kommen mit dem Rüssel jetzt in diese Pipette rein und in dieser Pipette ist ein bisschen Wasser drin. Und jetzt geben die ihren Speichel ab. Die sterben nicht, wenn man die Beinchen ausreißt. Aber die, das, ja, ist dann so ein, das ist quasi ein Reflex für die, dass sie nochmal kurz vor dem Sterben quasi den Speichel abgeben. Und dann wird der Speichel weiter aufgearbeitet und dann können wir im Speichel diese Viren nachweisen und wissen, beim Stich hätten sie dieses Virus übertragen können, bei der Temperatur nach so und so vielen Tagen. Also Sie sehen, das macht großen Spaß und wenn ihr den Mücken mal naja, Beine ausreißen wollt. Wer gut basteln kann oder mit Knete arbeitet oder jetzt auch wenig Mitleid hat mit so einer Stechmücke. Ja. Ich bin in einer Region aufgewachsen, wo sie verrückt werden, in der Vorderpfalz mit Schnorge. Ne? Also ich habe kein Mitleid. Und in den Ländern, über die wir jetzt reden, das war ja Südostasien, war das, ne? Nein, in dem Fall, also die Mücke kommt, die Mücke, ne? Ist in Asien weit verbreitet. Problem, ja. Ja, aber hier auch. Die ist, wie gesagt, im Rheingraben. Die breitet sich immer weiter aus. Sie ist jetzt auch schon in Thüringen, hoch nach Frankfurt. Also das ist echt eine Plage. Wer zum Beispiel mal Ferien gemacht hat in Italien, die ist tagaktiv. Ja. Man kann da nicht mehr in Florenz im Restaurant draußen sitzen. Das sind diese Zebra. Ja, die so gestreift sind aber ganz klein. Also man ja, denkt immer, fürchterlich. Italien. Ja. Richtig, genau. Rom, Tierpark, überall. Also Italien ist vollkommen verseucht mit dieser Mücke, muss man so salopp zu sagen. Aber sie breitet sich aus, Spanien genauso, Frankreich auch. Also ich habe jetzt die Verbreitungskarte nicht mitgebracht. Also das wird uns in den nächsten Jahren unheimlich beschäftigen. Auch Moment, Sie haben gesagt Frankfurt? Weil ich meine, ja, aber das ist ja nicht mehr viel Platz bis Harburg. Ja. Hm. Nee. Genau. Also, kann die auch nach Hamburg kommen ja, in den nächsten natürlich, Jahren? Ja, absolut, absolut. Also die klimatischen Bedingungen sind geeignet dafür, dass sie sich ausbreitet. Ne? Und wie gesagt, es braucht nicht mal ein Virus, also nicht mal das Zika-Virus, das Dengue-Virus, Chikungunya-Virus, alles, was übertragen kann, sondern alleine die als sozusagen Plage ist wirklich nervig. Und wenn man dann schön an der Elbe sitzen will und seinen Cappuccino trinken will und dann ständig von diesen Plagegeistern unterm Tisch da gepiesackt wird, das ist keine Freude. Ja. Also ja, etwas, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und was wir dann mit diesen ganzen Daten machen. Neues Virus gefunden, gucken, welche Mücke kann das übertragen, ist letztendlich eine Risikoanalyse. Das ist das, was ja Ihnen denn auch hilft. Das heißt, wir gucken uns Temperaturen an, wir gucken, wo die Mücke vorkommt. Das ist hier die asiatische Tigermücke. Wie macht das nur immer wieder die Schweiz? Also, die Schweiz? Ja. Ja, das ist nö, halt, liebe Mücke, wir sind neutral. Spring mal drüber. Du kannst nach Freiburg. Genau, und dann sieht man eben, in dem Fall ist das eine Risikomodellierung für das Chikungunya-Virus. Was ist das für ein Virus? Ja, das Chikungunya-Virus ist ein Virus, was so ganz unangenehme Knochenschmerzen verbreitet oder hervorruft und die monatelang anhalten können. Das heißt, man kann sich da nicht mehr richtig bewegen, liegt nur am Bett und das ist eine schreckliche. Also sie ist nicht lebensbedrohlich, aber sie ist halt sehr, sehr einschränkend und dadurch können sie dann monatelang nicht arbeiten. Also dadurch kommt ein großer volkswirtschaftlicher Schaden. Und wir hatten schon größere Ausbrüche 2007 und 2017 in Italien, wo eben auch mehrere hundert Menschen davon betroffen gewesen sind. Und da besteht eben anhand dieser Karte auch die Gefahr, dass sie sich auch in Deutschland eben, dass dort Ausbrüche auftreten können. Ne? Genau, also so werden diese ganzen Daten denn zusammengefügt, auch wenn das jetzt vielleicht, ich habe es jetzt mal vereinfacht dargestellt, ja. Das ist letztendlich unser Ziel, Viren entdecken, Bedrohungsszenario sozusagen ermitteln und dann letztendlich Maßnahmen ergreifen. Natürlich Stechmückenbekämpfung, Stechmückenkontrolle mit neuen innovativen Methoden, nicht diese alte Giftspritze, das wollen wir natürlich auch nicht, weil da natürlich auch andere Insekten eben natürlich gefährdet und geschädigt werden. Also das sind unheimliche Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerade wenn wir über grüne, verträgliche, nachhaltige Methoden in der Kontrolle reden. Ja. Insofern bin ich soweit durch. Ich möchte auch nochmal an die Freunde erinnern, wenn sie sich da engagieren wollen. Wir freuen uns immer, das Tropeninstitut zu unterstützen, die Forschung in den Ländern des globalen Südens. Sie haben gesehen, der Bedarf ist riesig. Nicht nur bei Corona, auch bei vielen, vielen anderen, gerade armutsassoziierten Erkrankungen. Und da würden wir uns immer freuen. Und Sie sehen in der Vergangenheit, die alten Hamburger von Herrn Warburg angefangen, haben das auch schon so gesehen und das Tropeninstitut immer sehr, sehr gut unterstützt. Also wir würden uns da sehr freuen. Vielen Dank. Dann vielen Dank dafür. Und ich finde auch, ein Zwischenapplaus ist genau jetzt richtig. Dankeschön. Sie haben gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Matthias wird mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Bitte nehmen Sie ihm es nicht ab aus bekannten Gründen, sondern wir sorgen dafür, dass noch weniger Kontakt besteht. Und für diejenigen, die uns jetzt im
Live-Stream verfolgen, gibt es die Möglichkeit, über Mentimeter Fragen zu stellen. Auch die landen bei Matthias. Wir blenden das jetzt ein für diejenigen, die uns im Netz zuschauen. Also bitte halten Sie sich auch da nicht zurück, sondern stellen Sie Fragen, die wir dann gerne weitergeben. Hier gibt es schon eine erste Frage. Genau, also wir haben in der Schule auch schon mit Gelektrophorese gearbeitet und Gensequenzen analysiert. Und jetzt wollte ich mal fragen, wenn ich jetzt von so einer Mücke die Gensequenz analysiere, dann habe ich ja einen Haufen Daten vor mir. Wie weiß ich dann jetzt, welches genau das Virus ist, das ich suche? Genau, das ist eine unheimliche, ich habe schon gesagt, eine unheimliche Herausforderung an die Bioinformatik. Das heißt, Sie brauchen da hochspezialisierte Mitarbeiter, die sich nur damit beschäftigen. Diese Programme werden auch, ich will jetzt nicht sagen fast wöchentlich, aber sozusagen sehr schnell auch aktualisiert. Das sind mehrere Terabyte an Daten, die da verarbeitet werden müssen. Also jenseits dieser Sanger-Sequenzierung, die Sie wahrscheinlich dann dort auch durchgeführt haben, sind das ganz andere Datenvolumina. Bei der Sanger-Sequenzierung haben Sie ja normalerweise eine Sequenz, als ich das mal selber gemacht habe, das waren immer so 400 Basenpaare und dann konnte man immer sozusagen, die Kurven sehen für die einzelnen Basen und hat dann eben so ganz einfach die Sequenz analysieren können. Heutzutage, wie gesagt, haben Sie ja Millionen von diesen Sequenzen und dann braucht es eben genau bestimmte Programme, um zum einen die, wir sagen im Host-DNA, also die DNA, die von der Mücke stammt, sozusagen herauszufiltern. Es gibt auch Möglichkeiten, schon in der Aufarbeitung der Mücke sozusagen dafür zu sorgen, dass das quasi aus der Probe herausgenommen wird und dass nur noch zum Beispiel virale RNA in der Probe enthalten ist. Da haben Sie schon mal so eine Art Filter vorgeschaltet und müssen das nicht nachher aufwendig bioinformatisch machen. Und dann ist es genau die Herausforderung, zum Beispiel wenn Sie Viren haben, die bisher noch vollkommen unbekannt sind und auch keinen sehr nahen Verwandten haben, dass sie diese Sequenzen ja irgendwie gut zusammensetzen müssen, um dann eben so ein komplettes Virusgenom auch zu rekonstruieren. Wir sagen dazu De Novo Assembly. Beim Coronavirus war das eben das große Glück, dass es ja so eng mit dem alten, also mit SARS-CoV-1 verwandt ist. Dadurch konnten die chinesischen Kollegen das auch immer so sehr, sehr schnell identifizieren. Wenn wir jetzt wirklich ein Virus haben, wo es nur noch sehr, sehr weit entfernte Verwandte gibt, dann ist das eine unheimliche Herausforderungen und es gibt jetzt in dem Bereich, also der wirklichen Virusentdeckung von bisher wirklich unbekannten Viren, nur sehr wenige Labore, die das dann auch in einer gewissen Tiefe machen können. Da sehen Sie schon, dass das eine unheimliche Herausforderung ist. Wie gesagt, beim Coronavirus war das glücklicherweise im Vergleich zu anderen Viren eben einfach. Aber das bedeutet ja auch, es muss so eine Datenbank geben, gegen die abgeglichen wird. Die Datenbank wird dauernd aktualisiert und sie muss weltweit aktuell gehalten werden. Also es gibt eine weltweite Zusammenarbeit von Leuten, die neue Viren entdecken und sagen, guck mal, wir haben hier was. Genau, das ist ganz wichtig. Also es gibt verschiedene Datenbanken. Sie kennen zum Beispiel jetzt die Coronavirus Gensequenzen, die zum Beispiel in Deutschland analysiert werden und auch sequenziert werden, die werden zum Beispiel auch zentral erfasst beim Robert-Koch-Institut, dann geht das auch in eine internationale Datenbank, damit das alle Wissenschaftler eben zur Verfügung haben, Analysen anstellen können, weil Sie müssen sich ja vorstellen, so ein Datensatz ist ja unheimlich wertvoll. Sie können ja bestimmte evolutionäre Schritte nachvollziehen, wie sich bestimmte Varianten eben herausbilden, wo sie sich herausgebildet haben, ob sie auch mit bestimmten zum Beispiel schweren Krankheitsverläufen einhergehen. Darum ist es ganz wichtig, diese Sequenzdaten auch mit den dahinterliegenden Daten zu verknüpfen. Also was ist das für ein Patient? Welche Krankheit hat er gehabt? Wie alt ist der? Wo kommt der her? Und das ist etwas, was zum Teil fehlt. Da werden also nur die Sequenzen hochgeladen und man hat sehr, sehr, sehr wenig Hintergrundinformationen. Und in anderen Datenbanken wird darauf eben sehr stark geachtet. Und das ist etwas, wir sagen zum Beispiel, dass auch integrierte molekulare Surveillance, das RKI fördert das, also das Robert-Koch-Institut fördert das zum Beispiel sehr gut. Also das ist auch etwas, was bei uns im Bereich der Diagnostik, der Virusdiagnostik, also als Referenzinstitut immer wichtiger wird. Ne? Also wirklich diese Sequenzverarbeitung, die schnelle Sequenzverarbeitung. Zum Beispiel ein Beispiel noch, was ich nicht gezeigt habe. Wir mussten ja in den letzten Jahren auch erleben, dass Virusinfektionen, wo wir gedacht haben, wenn man die einmal durchgemacht hat, ist das Virus weg. Ne, und man ist komplett ausgeheilt. Dazu gehört eben das Ebola-Virus, das Lassa-Virus, das Kongo-hämorrhagische Fieber-Virus. Dieses Dogma hat sich geändert. Wir wissen mittlerweile, dass es zu persistierenden Virusinfektionen kommt bei diesen Viren. Bei anderen Viren wissen wir das seit langer Zeit, bei den Herpesviren. Da gibt es ja die Latenz. Einen Moment, da muss man zu sagen, das heißt, ich habe vielleicht einmal einen Herpes-Ausbruch oder ich habe mal Masern gehabt
Und dann schlummert das Virus in mir drin. Ja. Und irgendwann wird es aktiviert und macht zum Beispiel eine Gürtelrose. Es war die ganze Zeit da, aber es braucht einen Trigger von außen, dass es nochmal zum Vorschein kommt. Das ist jetzt übrigens auch eine Nebenwirkung bei manchen Impfungen gewesen, die vielleicht Leute betrifft, die Masern hatten. Andere, die nicht Masern hatten, würden diese Gürtelrose vielleicht nicht bekommen. Noch ein Grund für Masernimpfung. Nee, aber nein. Da ging jetzt was durcheinander. Ah. Also Windpocken, das ist das Varicella-Zoster-Virus. Also einmal. Ah, okay. Ne, also genau. Windpocken ist das gleiche wie Gürtelrose. Man kriegt als Kind die Windpocken, dann schlummert das Virus in den Spinalganglien, also in den Nerven. Und wenn man dann immungeschwächt ist oder also normalerweise tritt es ja im Alter auf, dann bekommt man die Gürtelrose. Dann reaktiviert das Virus, also aus der Schlafphase, ne, und macht dann eben sozusagen diese lokal begrenzten Infektionen, die Gürtelrose. Und die Schlafphase kann Jahrzehnte gewesen sein. Genau, die kann also. Man hat das als Kind und wie gesagt, wenn man dann über 50 ist, 60 ist, dann kriegt man diese Gürtelrose. Und wenn das früher auftritt, sollte man immer eben an bestimmte Sachen denken, die dazu führen können. Also eine Immunsuppression, also zu Zeiten von HIV war das immer sozusagen eine Indikation, auf jeden Fall einen HIV-Test zu machen, wenn das beim 30-jährigen, sonst gesunden Mann zum Beispiel aufgetreten ist oder eben eine Krebserkrankung bei Frauen. Ne? Das war dann immer, so habe ich es zumindest noch gelernt in meiner Zeit, da ein Hinweis, dass man da noch mal genauer guckt. Ne? Hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Aber genau, das ist jetzt ein klassisches Beispiel für Latenz. Und wir mussten jetzt eben bei dem Ebola-Virus oder auch beim Zika-Virus, wo wir haben gedacht, das ist eine akute Infektion. Ja? Ich mache das einmal durch und dann habe ich lebenslange Immunität. So ist es ja, es gibt nur einen Serotyp. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, das Virus kann in bestimmten Regionen des Körpers persistieren. Es repliziert sogar und kann dann eben nach ein, zwei Jahren, zum Beispiel das Ebola-Virus oder das Lassa-Virus, sexuell übertragen werden. Ne? Und dann kommt es wieder zu neuen Ausbrüchen. Das heißt, dieses alte Dogma, dass man immer ein Affen essen muss oder mit einer Fledermaus Kontakt haben muss, das ist gar nicht mehr nicht unbedingt notwendig und nicht unbedingt der Auslöser von solchen Ausbrüchen, sondern es ist einfach einer, der Ebola überlebt hat. Das Virus versteckt sich sozusagen in den Zellen des Hodens und er hat dann ungeschützten Geschlechtsverkehr, steckt die Frau an oder den Mann, ist ja egal, und dann kommt es zu Ausbrüchen. Und da können zig Jahre dazwischen liegen. Man weiß es ganz konkret für einige Fälle, dass da zum Teil ein Jahr dazwischen gelegen hat, sogar zum Teil mehr als ein Jahr. Jetzt wird zum Beispiel vermutet, dass dieser aktuelle Ebola-Virus-Ausbruch 2021, dass der auch sozusagen mit dem Stamm hervorgerufen wurde, der seit 2014 zirkuliert, und dass der auch so lange geschlummert hat. Und das ist auch eine sexuelle Übertragung gewesen. Also das ist etwas, was relativ neu ist, was man in Einzelfällen, aber auch schon in den 60er, 70er Jahren gesehen hat. Man konnte es auch schon da im Sperma zum Beispiel nachweisen, aber die Relevanz hat man damals nicht erfasst, weil genau diese Sequenzierung und das Nachweisen, dass man sagt, das ist genau der Stamm 2014, das ist genau der, den wir in dem Patienten hatten. Und jetzt hatte der zwei Jahre später sozusagen jemanden infiziert. Das ist eben erst seit kurzem so genau möglich. Und darum ist eben diese Sequenzierung, die schnelle Sequenzierung und vor allen Dingen die Sequenzierung im Feld. Sie müssen sich vorstellen, so ein Gerät mittlerweile, was diese Sequenzierung durchführen kann, ist so groß wie ein USB-Stick. Das heißt, ich gebe da die Probe drauf und dann habe ich innerhalb von einem Tag sämtliche Nukleinsäuren sequenziert, die in der Probe sind. Und das kann ich mit dem Laptop im Ostkongo machen, wenn ich gerade Krieg ist. Weil das ist ja das eigentliche Problem. Ich sage ja immer so, wir haben alle Möglichkeiten, so eine Sache einzudämmen. Bei Ebola haben wir einen Impfstoff, wir haben schnelle Therapieoptionen, symptomatisch, aber das Ganze wird ja immer durch menschliche Konflikte dann sozusagen problematisch. Und das ist bei den meisten Infektionskrankheiten so, bei Dengue ja auch. Und wenn der Körper die Krankheit gar nicht durchgemacht hätte, wir waren eben bei dem Beispiel Windpocken, also wenn ich gegen Windpocken geimpft gewesen. Ja, genau. Also alle Kinder werden jetzt ja gegen Windpocken geimpft. Genau, das ist ja ganz normal auch im STIKO-Programm drin. Genau, dann hat man natürlich Schutz und es kommt nicht zu dieser persistierenden Infektion. Aber es ist wahrscheinlich so, dass der Schutz dann eben vielleicht nicht mehr so intensiv ist, dass es eben auch eine Auffrischungsimpfung braucht. Es gibt ja auch die Zoster-Impfung für die Älteren, dass man da nochmal das Immunsystem hochbringt, dass es eben nicht zu dieser Reaktivierung kommt. Genau, aber heutzutage kriegen die Kinder ihre Windpockenimpfung, genau. Haben wir noch mehr Fragen? Also, hier vorne ist noch eine Frage und wir können auch gerne noch mal ins Netz gucken. Mikrofon kommt, einen Moment.
wir brauchen jetzt schon nach 6 Monaten die Auffrischimpfung für Corona. Ja. Und für die Pocken, da ist im 12. Lebensjahr, dann ist Schluss fürs Leben. Also welcher Unterschied besteht da? Ja, das sind natürlich sind das ganz unterschiedliche Impfstoffe. Und man je länger jetzt dieser Impfstoff auch eingesetzt wird, in dem Fall eben der mRNA-Impfstoff oder auch die Vektorimpfstoffe, desto mehr lernt man natürlich dazu, was die Dauer des Schutzes betrifft und was die Faktoren sind, die eben dazu führen, dass man einen besseren Schutz hat oder eben schlechteren. Wir sehen ja eben da deutliche Unterschiede. Es ist immer schwer, das zu pauschalisieren. Wir hatten es ja angesprochen, Herr Büsse ist ja ein bisschen weggerutscht bei Johnson, wo man eben eine Impfung hatte. Ne? Und es kommt eben einmal darauf an, wie alt bin ich, wann ist die Impfung durchgeführt worden und womit ist sie durchgeführt worden. Dann sehen wir eben diese deutlichen Unterschiede. So, und was jetzt eben die Pocken angeht? Was die Pocken angeht, ist das eben Impfstoff, der sozusagen eine sehr, sehr gute, langanhaltende Immunreaktion hervorruft. Das, was wir eben auch zum Beispiel beim Gelbfiebervirus-Impfstoff sehen, das ist ja ein abgeschwächter Lebendimpfstoff. Das ist eben letztendlich wie eine richtige Virusinfektion sozusagen, wo auch eine breite Immunantwort und eben, dann eben auch eine sehr langanhaltende Immunantwort hervorgerufen wird. Aber ich habe dann nun schon darauf hingewiesen, dass gerade diese Impfstoffe, attenuierte Lebendimpfstoffe, sehr, sehr aufwendig nach wie vor hergestellt werden müssen. Wenn wir an Gelbfieber denken, die müssen in bebrüteten Hühnereiern hergestellt werden. Wenn sie einen Ausbruch haben, kriegen sie erstmal ganze Hühnereier her, um das dann hochzufahren. Und darum hat man sich zum Beispiel bei den Impfstoffen dazu entschieden, auch diese Impfstoffdosis zum Beispiel zu fraktionieren. Also dass man nur ein Fünftel nimmt, dann hat man kurzzeitigen Schutz, aber eben keinen lebenslangen. Also es kommt hier auch immer natürlich auf die Menge an. Und diese Unterschiede sehen Sie auch bei den mRNA-Impfstoffen. Bei Moderna ist mehr drin, scheint wahrscheinlich etwas länger denn zu wirken, mit aller Vorsicht, und bei anderen ist weniger drin. Aber wenn Sie ein Kind impfen, dann brauchen Sie auch weniger und es hat dann vielleicht auch einen besseren Schutz. Also wie gesagt, es ist komplex und man muss dann immer sehr ins Detail gehen. Ja, und ist mehr drin, hat man vielleicht auch mehr Nebenwirkungen. Also da gab es ja bei Moderna die Herzmuskelerkrankung. Genau. Aber um nochmal zurückzukommen zu der Frage, wir sind ja jetzt auch mit Impfstoffen geimpft, die gegen den Wildtyp entwickelt worden sind. Könnte es sein, dass gegen den Wildtyp auch wir noch lange ohne Booster gut geschützt wären und dass das jetzt eine Frage der Mutation ist, warum wir schneller wieder eine Auffrischung brauchen? Nein, also jetzt bei der aktuellen Delta-Variante geht es ja sozusagen um die höhere Infektiosität, dass es sich eben sehr gut überträgt. Bei den Impfstoffen gibt es in der Hinsicht jetzt nicht das Problem, dass wir da quasi schwarz-weiß gar nicht mehr wirksam. Es geht sozusagen um die Wirkdauer. Und das sehen wir ja, wenn wir jetzt eben diesen Booster geben, dass der Schutz wieder sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr hoch ist. Und man muss ja auch nochmal unterscheiden, das, was vielleicht auch immer, ja, vielleicht nicht immer richtig kommuniziert wurde. Der Schutz ist ja trotzdem vor Erkrankung und Tod sehr hoch, auch nach 6 Monaten. Das, was jetzt eben zum Teil problematisch ist, gerade wenn man eben jünger ist mit den Impfdurchbrüchen, dass man eben infektiös ist und das zum Teil eben auch unbemerkt übertragen kann und das dann eben in Bereiche kommt, wo eben Ältere sind, die von per se, also per se vielleicht nicht so gut auf die ersten beiden Impfungen, nicht so stark reagiert haben, keinen ausreichenden Immunschutz entwickelt haben. Ne? Das ist ja das Problem. Aber das ist jetzt ein Problem sozusagen des nachlassenden Schutzes vor schwerer Erkrankung und Tod ist. Das ist ja definitiv nicht so. Ne? Also und das war von vornherein ja auch klar. Das ist ja nie 100% Schutz gewesen. Wir haben ja schon sozusagen Zulassungsstudien gesehen, dass es diese Lücke gibt und dass es natürlich immer Menschen geben wird, die nicht ausreichend auf diese ersten beiden Impfungen reagieren. Ne? Aber ja, das ist ja eben jetzt eine akute Situation. Man lernt von Monat zu Monat hinzu und jetzt weiß man eben, dass man jetzt diese dritte Impfung eben durchführen muss, um zumindest für die besonders Gefährdeten, und dieser Unterschied ist mir und der STIKO ja auch ganz, ganz wichtig, dass man diesen Unterschied eben jetzt macht, dass man eben die besonders Gefährdeten jetzt natürlich auffrischt. Das heißt aber, wenn ich Ihnen folge, in 20, 25 Jahren ist Corona eine Kinderkrankheit, weil alle anderen haben es ja schon mal durchgemacht, sind geimpft worden dagegen. Und wenn ein Kind neu auf die Welt kommt, kann es ja nicht geschützt sein. Und dann könnte man vielleicht Kinder irgendwann dagegen impfen, wie wir sie heute gegen Windpocken oder andere Krankheiten impfen. Genau, das kommt. Und wenn ein Impfstoff dann besser ist, dann braucht es vielleicht auch nur 1 oder 2 Impfungen, weil sich da etwas getan hat. Wir sind jetzt nur in so einer akuten Situation, wo wir, naja, auch unter extremem Druck Impfstoffe entwickelt haben, sodass wir vielleicht auch eine 4. brauchen im nächsten Jahr oder eine 5. im übernächsten Jahr. Da wäre ich jetzt vorsichtig, es ist spekulativ, es wäre natürlich eine Revolution, wenn wir für ein respiratorisches Virus so einen Impfstoff hätten. Ich will es nicht ausschließen, ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, dass das so ist, dass man eben im
Kindesalter eine Impfung bekommt und das dann lebenslangen Schutz vor diesem respiratorischen Virus, was sozusagen auch in neuen Varianten auftreten kann. Also bin ich noch etwas zurückhaltend und insofern ist dieses Szenario, natürlich hat man erstmal Nestschutz von der Mutter, ja. Das ist ja aber sozusagen, und dann stellt sich die Frage nach einem Jahr, was macht man denn? Und dann stellt sich jetzt aber die Frage, haben wir denn überhaupt einen Impfstoff, den wir so jungen Kindern geben können? Ist es dann auch erforderlich oder ist es zum Beispiel erst erforderlich, wenn man mit 18 geimpft wird, weil dann die Gefahr auch zunimmt, dass man eben schwerer erkrankt oder eben auch viel häufiger Long-Covid auftreten kann. Also das, was alles diskutiert wird, das ist eben vieles noch unklar. Insofern bin ich da sehr zurückhaltend, was eine Prognose eben betrifft. Aber okay. Sie haben recht, es wäre eben so, wenn man jetzt zum Beispiel gar keinen Impfstoff hätte, dass es natürlich man sich im Kindesalter, so wie bei anderen respiratorischen Erkrankungen, ja auch exponiert, das mehrmals durchmacht und somit wäre es dann eine Infektion, die wir hauptsächlich im Kindesalter sehen würden, weil wenn man das dann eben 10-mal durchgemacht hat, also so wie bei anderen Coronaviren auch, fällt das im Alter eben nur noch sehr, sehr selten auf. Natürlich sehen wir auch bei den anderen Coronaviren im Alter auch schwere Erkrankungen, gerade eben bei Menschen, die ein kaputtes Immunsystem haben, die andere Grunderkrankungen haben, das ist ja nicht ausgeschlossen. Das sehen wir bei anderen Coronavirus-Infektionen ja genauso. Aber natürlich, das, was hier entscheidend ist, eben nicht mehr in dieser schrecklichen Intensität, dass eben Hunderttausende gleichzeitig erkranken. Das ist ja da jetzt gerade das große Problem. Ne? Ja. Haben wir noch eine Frage? Matthias, du selbst und dann die jungen Herren und Damen da hinten links. Gar nicht ich selbst, sondern ich beobachte ja so ein bisschen, was bei Mentimeter passiert. Ja? Und weil wir gerade bei Impfstoffen sind, hier sind zwei Fragen, die konkret nochmal zu den Impfstoffen gehen. Und zwar auf die Totimpfstoffe eingehen. Da heißt es, es werden mRNA-Impfstoffe angeboten, die bei einigen als zu wenig erforscht gelten und abgelehnt werden. Chinesische und russische Totimpfstoffe könnten einige Impfgegner vielleicht akzeptieren, sollte man die Angebote öffnen. Und die zweite lautet dann, wird man in Zukunft überhaupt auf Totimpfstoffe übergehen können oder sollen? Jetzt muss ich was sagen. Wir haben ja keinen Corona-Experten bei uns. Also wenn Sie sagen, das ist mir zu spekulativ oder das kann ich, dann sagen Sie das, seien Sie da ganz direkt. Ja, ich denn, bin genau. Nee, ja, also, aber die zweite Frage, die glaube ich, die können Sie locker beantworten. Wollen wir mit der anfangen? Ich habe nur eine Frage eigentlich wahrgenommen. Können und sollen wir, ja genau, es genau. Geht beide um, also mRNA im Vergleich zu den Totimpfstoffen. Die genau. mRNA gelten als zu wenig erforscht bei einigen und ja. Sollte man dann vielleicht auf die Totimpfstoffe übergehen, die chinesisch und russisch angeboten werden? Sollte, die sind ja sozusagen, es gibt ja nicht nur den chinesischen, sondern es gibt ja auch andere, die entwickelt wurden, meines Erachtens auch heute gerade die EU-Zulassung für einen beantragt worden. Insofern ist das etwas, was wir sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten auch bei uns erwarten können, jenseits jetzt der chinesischen oder des chinesischen. Insofern, ja, also das ist sicherlich eine zusätzliche Option und ich weiß, das wurde ja auch eben diskutiert, gerade bei vielen, die sich noch unsicher sind und Sorgen haben und etwas, was man dann, wo ich immer sehr, sehr dafür bin, eben in einem persönlichen, vertraulichen Gespräch dann eben besprechen muss. Und die Diskussion hatten wir ja gerade eben bei einem Fußballer und ich bin da der Letzte, der eben so eine Leute dann irgendwie in eine Ecke stellt. Ich habe selbst jahrelang Impfberatung gemacht für die reisemedizinisch relevanten Impfungen und da gibt es die unterschiedlichsten Argumente. Natürlich gibt es allgemeine Punkte, die man auch in so einer Runde besprechen kann, aber zum Teil sind das wirklich sehr, sehr individuelle auch Gründe, die vorgebracht werden. Todesfälle oder Impfschäden, das kann man ja nicht ausschließen. Ne? Sowas würde man eben in der Öffentlichkeit auch gar nicht diskutieren. Insofern gehört das genau eben so ein vertrauliches Gespräch. Und dann würde ich sagen, ist es damit zu rechnen, dass diese Impfstoffe auch zugelassen werden? Und dann natürlich fragen, warum, welche Ursachen jetzt in dem speziellen Fall dazu geführt haben, sich eben nicht mit einem mRNA, wenn es jetzt ein junger Mensch ist, gibt es ja nur die Möglichkeit, sich mit mRNA-Impfstoffen impfen zu lassen, was jetzt für ihn dagegen spricht. Und dann natürlich auch nochmal zu fragen, wie ist das persönliche Risikoprofil, in welchem Bereich arbeitet er, nutzt er andere Möglichkeiten, sich und andere zu schützen. Das kommt ja alles damit rein in so eine Risikobewertung. Also ich meine, um es mal so auf die Spitze zu treiben, müsste man jetzt einen Eremit dazu zwingen, sich impfen zu lassen, der allein im Wald lebt. Das sind ja so, also das meine ich damit. Ne? Insofern ist es wichtig, glaube ich, auf diese persönlichen Lebens... Naja, wenn der in Belgien bei diesen Jägern zu Hause ist. Ja, ich weiß. Also okay. Schützt die Hasen. Nee, also das ist... nein. Aber ich habe es jetzt sehr auf die Spitze getrieben. Ne? Also ja. Natürlich bin ich der Letzte, der nicht dafür werben würde, sich impfen zu lassen. Aber ich bin auch sehr dafür, die individuellen Begründungen erstmal sich anzuhören und dann darüber zu sprechen. Das war die Frage aus dem Internet.
Gut, jetzt gerne ein Mikrofon in die zweite Reihe mit zwei Fragen. Wer möchte anfangen? Sie haben jetzt ja mehrfach betont, dass die Sequenzierung so einfach ist inzwischen. Und ja. Jetzt sind ja mRNA-Impfstoffe nicht viel mehr als einfach nur mRNA, die halt auch sehr einfach dann bestimmbar ist. Und wieso hat das dann trotzdem fast ein Jahr gedauert, bis die ersten Zulassungen beantragt wurden? Ja. Also ein Jahr ist ja schon extrem schnell. Also Sie müssen ja sehen, sozusagen die Herstellung dieser Impfstoffe an sich und das Prinzip ist ja schon länger bekannt. Insofern hatte man da schon eine, zum Beispiel wie bei Ebola, eine Plattform. Und das ist ja auch das Ziel für die Zukunft, dass wir quasi eine bestimmte Plattform haben, zum Beispiel auch bei Medikamenten, die wir sehr, sehr schnell auf neue Viren, auch bei den Medikamenten adaptieren können oder auf eine breite Reaktivität zum Beispiel. Also man hat einen Tortenboden, dann kann man da Himbeeren drauf machen, Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen. Und zum Beispiel jetzt aktuell, dass man diskutiert, können wir zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe auf die neuen Varianten anpassen, dass wir nicht mehr quasi den alten mRNA-Impfstoff haben, sondern eben die neuen Varianten dort auch mit einbringen. Obwohl, wie gesagt, Delta ist da unproblematischer als die südafrikanische zum Beispiel. Das heißt, Moment, der Tortenboden ist da, wir können schnell anpassen, aber das, was so richtig lange gedauert hat, ist eben nicht das Anpassen, sondern die Zulassungsstudie. Genau, Sie müssen ja sozusagen gerade bei so einem, in dem Fall der neuen Impfstoff, natürlich Zehntausende, 40.000, Sie kennen ja den Rahmen der Zulassungsstudie, eben im Impfen, die entsprechenden Kontrollgruppen und so weiter, um die Effektivität und natürlich auch die Nebenwirkungen, das wird ja gerade eben bei der Impfung U12, also bei den unter 12-Jährigen gerade diskutiert, da reichen natürlich 2000 überhaupt nicht aus. Natürlich sehen Sie, die bilden Antikörper und in der Gruppe sind vielleicht wenig Nebenwirkungen aufgetreten, aber um seltene Nebenwirkungen müssen Sie natürlich 10.000, zum Teil 100.000 impfen, um das wirklich bewerten zu können. Gerade wenn das Erkrankungsrisiko dann eben ja deutlich reduziert ist im Vergleich zu den über 70-Jährigen, wo Sie dann eben eine kleinere Gruppe nur brauchen, weil Sie sehen, okay, die Wahrscheinlichkeit daran zu versterben ist da oder eben schwer zu erkranken, ist viel höher. Und dann sehen Sie den Effekt auch und vor allen Dingen eben dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis. Ne? Darum ist es jetzt zum Beispiel, darum dauert es jetzt auch zu lange, bis wir da gute Daten haben für die unter 12-Jährigen. Ne? Das sind die Herausforderungen und ein Jahr ist unheimlich schnell. Also das ist nicht lange, also wenn wir an den Dengue-Virus-Impfstoff denken, das waren Jahrzehnte gewesen. Also von der sozusagen Idee, dass es ein tetravalenter Impfstoff sein soll, was ist der Impfstoff-Backbone, bis diese klinischen Studien durchgeführt wurden auf den Kontinenten, das ist ja jetzt in Windeseile und darum ist es ja auch zu Problemen gekommen. Sie hatten das ja gehört, dass es bei einem zum Beispiel an einer Studien Side-Study-Sites, sagen wir, eben nicht alles gut registriert wurde, Proben verwechselt und so weiter. Ne? Natürlich im kleinen Rahmen, das hat das Gesamtergebnis jetzt nicht sozusagen verfälscht, aber da sehen Sie schon, dass das wahnsinnig schnell ist, dieses eine Jahr. Ne? Und dass man das normalerweise nie im Leben so schnell durchbringt. Also wir halten fest, dass den Impfstoff selbst zu designen geht jetzt ungleich schneller, aber die Studien sind der Löwenanteil der Zeit und die müssen durchgehen, deswegen dauert es in Anführungsstrichen so lange, was in Wirklichkeit sehr kurz ist. Es ist extrem verkürzt, es gab diese rollenden Zulassungsverfahren, dass sozusagen Studien noch liefen und schon die ersten Daten sozusagen den Zulassungsbehörden zur Verfügung gestellt wurden. Also das ist schon das, was möglich war. Trotzdem natürlich absolut sicher, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber das, was möglich war, wurde schon beschleunigt. Und also schneller ist meines Erachtens unmöglich. Also, ja. Also vielen Dank für die Frage und Antwort. Und es gab, glaube ich, noch eine Frage nebendran. Das Mikrofon kommt wieder. Und dann gucke ich auch nochmal in die andere. Es ist immer schwierig, wenn man so halb den Rücken und dann... Ja, Sie sind notiert. Vielen Dank fürs Warten. Nummer zwei. Ja. Ja, also der Titel der Veranstaltung ist ja jetzt Wissenschaft unter Druck. Ja, genau. Was denken Sie denn, hat sich für Sie oder für die Wissenschaft generell unter diesem unglaublichen Druck der Corona-Pandemie jetzt konkret verändert? Ich glaube, das kann man wirklich nur immer sehr individuell beantworten. Also ich bin nicht die Wissenschaft und die Wissenschaft gibt es ja so und so nicht. Insofern ist... Kann das nur eine persönliche Frage sein? Ich kann auch nicht für Christian Drosten und für Melanie Brinkmann sprechen. Es sind ja auch immer ganz unterschiedliche Perspektiven und auch unterschiedliche Probleme, mit denen man konfrontiert ist. Natürlich steht man sehr im Fokus und damit gibt es eben Probleme. Ich habe schon ein Problem ja angesprochen, worauf ich eben sehr achte und was ich finde, ist sehr, sehr wichtig. Man kann darüber diskutieren, ob Wissenschaft verstärkt wahrgenommen wird, ob der Stellenwert der Wissenschaft in der Gesellschaft stärker geworden ist. Das
Ich finde, das ist zu früh, jetzt da schon ein abschließendes Urteil zu fällen. Das hängt auch ganz, glaube ich, damit zusammen, wie es jetzt weitergeht, wie wir uns auch als Gesellschaft sozusagen vielleicht auch wieder zusammenfinden. Also ich glaube, das ist jetzt ein sehr, sehr früher Zeitpunkt, da so etwas abschließend zu bewerten, wie die Wissenschaft, die Wissenschaft oder vielleicht die Virologie oder einzelne Virologen aus dieser Pandemie herausgehen. Also, aber ich würde eine These aufstellen, Sie sind vielleicht ein kleines Stückchen abgebrühter geworden, so wie wir sie am Anfang erlebt haben, also das ist ganz normal, Morddrohung. Das hätten Sie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren nicht gesagt? Naja, gut, wir hatten schon die Erfahrung mit Ebola, Zika und auch Dengue. Das war natürlich, weil es nicht bei uns in Deutschland war und auch nicht so viel auf dem Spiel steht, zum einen Menschenleben, zum anderen eben auch Existenzen, war es natürlich eine andere Situation. Aber dass es mich jetzt überrascht hätte oder selbst verändert hätte, das will ich eigentlich verneinen. Ich glaube, jedem war klar, der diesen Schritt geht, wie die Situation ist, dass das ein Tanz auf der Rasierklinge ist und dass es für die meisten rechts oder links runtergeht und nur die wenigsten oben bleiben. Das ist, und wenn man sich dessen nicht klar ist, dann hätte man das, glaube ich, auch nicht machen sollen. Also insofern hätte ich zum Beispiel auch jedem jüngeren Kollegen nie dazu geraten, so etwas jetzt zu machen in so einer kritischen Situation, wo es zum einen zu so einer starken Polarisierung kommt. So etwas machen, damit meinen Sie, sich in die Öffentlichkeit zu begeben? Wissenschaftskommunikation. Ja, in der, als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. In der Pandemiesituation, ja. Hätte ich nicht empfohlen. Also insofern, genau, also als Eigenschutz auch, nicht? Und auch im Rahmen der wissenschaftlichen Karriere, das muss man auch sehen. Ne? Das ist, das spielt ja alles schon eine Rolle. Insofern, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich muss vielleicht nicht mehr so viel erreichen, wie jetzt eben Kollegen, die noch Postdocs sind, die sozusagen eine Professur erreichen wollen, die ein Institut leiten wollen. Also ich bin mit meiner Stellung zufrieden und mit meiner Arbeitsgruppe und mit dem Arbeitsgebiet, was ich habe. Ich bin am glücklichsten, wenn ich im Urwald bin und Mücken fangen kann. Insofern ist das, was sozusagen da drumherum passiert und auch die Schäden, die man natürlich also selbst wissenschaftlich natürlich, aber vielleicht auch persönlich, wenn es Verrückte gibt, die einen bedrohen, Sie haben es ja angesprochen, das perlt nicht an einen ab, aber ich habe damit gerechnet und insofern überrascht es mich nicht und insofern betrifft es mich vielleicht auch nicht so groß wie vielleicht andere Kollegen. Ja, vielen Dank auch für diese persönliche Antwort. Gleich, Matthias, ich habe hier Leuten versprochen, zu Wort zu kommen und dann werden wir ins Internet gehen. Bitte schön, noch einmal hier der Herr, der sich da meldet, genau. Ja, ich wollte noch mal zu Ihren Mücken zurückkommen, die Sie ja nicht nur fangen, sondern auch infizieren. Ja. Wäre es denkbar, die mit einem Impfstoff zu infizieren und die dann zu den Menschen zu schicken? Wissen Sie, die Kreativität, ja. Kriegen Sie von mir einen Zwischenapplaus. Wie kommt man denn darauf? Großartige Frage. Ja, ist ja. Das möglich? Sie werden sich wundern. Ich habe vor einem Jahr, als es noch diese größeren Demonstrationen der Impfgegner, Querdenker, also das ist ja auch sehr heterogen, gab es ja wirklich, habe ich Briefe auch bekommen, dass Impfmücken ausgesetzt wurden. Ja, die Impfmücken. Das sind die ohne Beine, falls Sie die sehen. Oder nee, das das ist knapp erst im Jahr, sozusagen ja. Impfmücken ausgesetzt werden, um eben die sagen wir mal, Gegner von Maßnahmen oder der Impfung sozusagen heimlich zu immunisieren. Also das, diese Verschwörungstheorie kreist schon mal. Nee, aber da gibt es keine Ideen, das zu machen. Und rein theoretisch? Auch rein theoretisch ist das unheimlich, unheimlich komplex. Also es gibt, zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, Mücken gentechnisch zu verändern. Das sehen wir sehr, sehr kritisch, also als Maßnahme, um Stechmücken zu kontrollieren, ne? Dass sie quasi dann aussterben oder dass sie resistent wären. Das ist sehr, sehr kritisch. Aber das wird zum Teil in Brasilien, auch in Südamerika eingesetzt. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Wenn Sie gentechnisch veränderte Impfstoffe, sozusagen Vektorimpfstoffe und so weiter, dann müssen Sie ja alle Möglichkeiten sozusagen letztendlich ausschließen, die zu einer Veränderung auch dieses Impfstoffvirus führen können. Das, was wir zum Beispiel, das ist jetzt was anderes, das Gelbfiebervirus ist wie gesagt ein attenuierter, aber da kann es auch Rückmutationen geben. Bei Polio und so weiter haben wir das gesehen. Also das müsste man ja alles auch ausschließen und das ist dann so komplex. Also einmal die Interaktion mit dem Mückenimmunsystem, wo die Mücke saugt, die saugen ja auch Blütensäfte zum Teil. Also ganz, ganz schwer und eben schwer zu kontrollieren auch. Also da bin ich sehr, sehr, Und die Mücke, sticht mich ja nicht, um mir Flüssigkeit zu geben. Das tut sie mit dem Speichel aber in einem sehr kleinen Bereich. Also dann müsste das ja auch ein sehr konzentrierter Impfstoff sein.
Richtig. Und er müsste, wie gesagt, auch die Passage, also ich kann es mir auch technisch erstmal jetzt noch gar nicht vorstellen. Es gibt... Wenn Sie noch eine Doktorarbeit vorhaben, ja. Aber es ist, ja... Ja. Viel Erfolg, ja. Viel Erfolg. Gut. Aber vielen Dank für die, ja, vielen Dank für die kreative Frage und die Antwort ist... Ja ethisch, es ist ja auch ethisch gar nicht. Also die Mücke macht keine Impfberatung, insofern... Ja, schade. Ja. Bin ich nicht dafür, diese... Nachher gründen die eine Gewerkschaft, wenn es dann Mitarbeiterinnen sind von der, vom Truppeninstitut und sagen, wir lassen uns jetzt nur noch zwei Beine ausreißen und nicht mehr alle. Ja. Also nein, nein. Okay, aber vielen Dank für diese kreative Idee. Hier vorne noch eine Frage und dann gehen wir wieder zu Matthias ins Internet. Eine Frage einfach generell zur Politik, also Wissenschaft und Umgang, Kommunikation mit der Politik. Welche Tipps und Tricks haben Sie da, wenn Sie mit Herrn Lauterbach reden oder wie kommen Sie da gut an und auch wirklich die Message rüberbringen? Gibt es keine allgemeinen Tipps, die ich jeder geben würde. Das ist auch, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr individuell, je nachdem, mit wem man kommuniziert. Politiker sind unterschiedlich. Es gibt genauso wenig die Politik, wie es die Wissenschaft gibt. Und es gibt genauso wenig auch die Medien. Das ist sehr, sehr spezifisch. Und, aber Sie haben Politikberatung gemacht? Nein, da gibt es eben eine ganz entscheidende Grenze, die auch der Wissenschaftsrat eben aufgegriffen hat. Das ist eben ein großes Problem und diese Grenzen sind natürlich fließend. Ich würde immer sagen, das, was ja auch Sie vielleicht wahrnehmen, das, was wir mit dem Bürgermeister machen, so ist es auch. Das heißt medizinisches Fachgespräch. Das heißt, wir diskutieren aktuelle Daten, aber wir beraten nicht, wir raten nicht zu bestimmten Maßnahmen und das würde ich auch immer ablehnen, weil das ist etwas, was wir sind nicht demokratisch legitimiert. Das ist etwas, was die Politik machen muss und wenn wir eben diese medizinischen Fachgespräche machen, dann reden wir über, ist der Schnelltest gut oder wie könnte man das verbessern oder was müsste man bei den Schnelltesten zum Beispiel beachten oder was sind bestimmte sozusagen Effekte der Boosterimpfung, ne? Und diese Informationen kann die Politik mitnehmen und dann bestimmte Maßnahmen in ihren Gremien, in den Krisenstäben natürlich dann eben umsetzen. Aber ich würde bezüglich einer Beratung sehr, sehr vorsichtig sein, weil das eben eine große Gefahr für die Wissenschaft darstellt, ne? Wenn eben die Menschen denken, dass Wissenschaftler zu bestimmten Maßnahmen geraten haben, die sind überhaupt nicht demokratisch legitimiert und das bringt die Wissenschaft in eine große Gefahr. Darum würde ich da immer eine sehr strenge Grenze ziehen. Das gelingt nicht immer, ist mir auch nicht immer gelungen. Da gibt es sicherlich auch vielleicht wenige Berührungspunkte, wo mir das ja nicht gelungen ist, aber ich achte da eigentlich sehr, sehr stark drauf, eben diese Trennung zwischen politischen, normativen Fragen und wissenschaftlichen Fragen eben aufrechtzuerhalten. Und ich weiß, dass das aber diskutiert wird, dass das andere Wissenschaftler ganz anders sehen. Man sagt, man muss jetzt besonders eine bestimmte Agenda verfolgen, man muss eben aktiv sein und eben eine bestimmte Sache sehr stark unterstützen. Wir haben das ja in anderen Bereichen, also Klimawandel und so weiter, haben wir eine ähnliche Diskussion. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, weil ich die Gefahren eben sehe. Aber es hört sich an, als ob Sie auch nicht tauschen wollen mit der anderen Seite, denn Politik muss ja eine Entscheidung treffen nach vielen Fachgesprächen. Ja, also ich will da auf keinen Fall tauschen. Weil am Anfang gab es ja die Frage nach dem Herrscher. Also da nein, also genau, okay. Ich will da auf keinen Fall, genau, also das ist etwas, was ganz problematisch ist und ich will da auch auf keinen Fall tauschen und was eben wichtig ist, ist da maximale Transparenz auch in der Beratung und das ist etwas, was aber Aufgabe der Politik ist, wer hat wie beraten und warum? Warum wurde der und der ausgewählt? Und das ist etwas, was im Rahmen der Pandemie schiefgelaufen ist, das muss man ganz klar sagen, das, was alle Kollegen auch immer gesagt haben, es hätte sozusagen ein Gremium geben müssen, wo ganz klar ist, warum sitzt da wer drin, wer kommt von welchen Fachgesellschaften, wie sind bestimmte Entscheidungen oder in dem Fall Interpretationen von Daten, wie gesagt, zustande gekommen und dann ist das vollkommen transparent und damit ist auch wieder Vertrauen, ein stärkeres Vertrauen in die Wissenschaft und in wissenschaftliche Erkenntnis und Fakten ja letztendlich auch gegeben. Aber dadurch, dass da vieles eben im Unklaren ist, wer berät wen, wer berät die Kanzlerin, wer berät Ministerpräsidenten, welche Runden gibt es und wie kommt man letztendlich zu einer Entscheidung? Wer lässt sich gar nicht beraten? Ja, ist ja auch gutes Recht der Politik. Also ich meine, dann kann man ja jemand anders wählen, der sich nicht beraten lässt. Also, ne, also da haben Sie ja die Möglichkeit. Aber wie gesagt, Sie haben keine Wissenschaftler gewählt. Insofern würde ich mich da mal sehr zurückhalten. Vielen Dank. Matthias.
Ja, wir bleiben tatsächlich bei diesem Themengebiet nochmal einen Moment, das ja der Veranstaltung auch den Titel gegeben hat. Ich habe tatsächlich selbst eine ganz kurze Anschlussfrage an das, was Sie eben gesagt haben, nämlich die Frage, wie weit gehen solche Fachgespräche? Gehen die Beratungen auch so weit, dass Sie, sagen wir mal, Szenarien mindestens entwickeln und sagen, okay, wenn ihr diese Maßnahmen einleitet, dann halten wir es für wahrscheinlich, dass Folgendes passiert und wenn ihr das macht, wird eher Folgendes passieren. Das ist ja ein bisschen mehr als sozusagen etwas Fachliches über Verbesserungen des Schnelltests zu sagen. Ja. Das ist das eine und vielleicht darf ich die beiden Fragen aus dem Netz gleich anschließen. Ja. Gerät die Wissenschaft vielleicht auch unter Druck, weil A, Wissenschaftler Fakt und Meinung und Haltung nicht transparent trennen und B, weil es auch so etwas gibt wie eine Vielstimmigkeit der Experten dann. Ja, zum Glück gibt es die ja. Ja, also sind das Faktoren, die sozusagen zu dem Druck auch beitragen? Und dann gibt es noch eine persönliche Frage, aber die stelle ich vielleicht hinten. Ja, jetzt sind es ja schon drei. Also fangen wir doch mal an bei der zweiten Frage, weil da haben Sie sofort Ja gesagt, ne? Dieses Vermischen zwischen Meinung, Expertise. Sie sagten selber, es ist mir vielleicht auch manchmal nicht gelungen. Genau, genau. Also klar, diese Position, klar die Position zu machen, wann äußere ich mich als Bürger des Landes, das ist ja auch okay. Deswegen wird man aber natürlich auch nicht zu so einer Veranstaltung eingeladen, dann könnten Sie ja alle hier oben sitzen, sondern eben aus Sicht des Virologen und der virologischen Expertise. Insofern, das muss immer klar sein, gelingt mir auch nicht immer. Der zweite Punkt war Mehrstimmigkeit, ganz, ganz wichtig, gerade eben in so einer komplexen Frage wie einer Pandemie und auch Maßnahmen, wo es sozusagen auf keinen Fall die eine Antwort gibt. Wir sind uns alle einig, es gibt die Antwort, ob es das Virus gibt oder nicht, aber das stand ja nie zur Diskussion. Natürlich gibt es das Virus und insofern ist die andere Frage, die Sie gestellt haben nach Modellen, was passiert, wenn ich die und die Maßnahme mache, das ist eben extrem komplex und darum ist es gerade da notwendig, das breit zu diskutieren. Und wie gesagt, das Gremium, was ich jetzt angesprochen habe beim Bürgermeister, ist ein medizinisches Fachgespräch. Das heißt, dort spielen so eine Sachen, wo Sie eben Modellierer brauchen, die sicherlich keine Mediziner sind, eben keine Rolle, sondern eben medizinische Sachen, Therapien, Impfstoffe. Also und das sind aber auch schon wichtige Informationen, die dann in die entsprechenden Entscheidungsgremien mitgenommen werden können. Und bei dem Thema unterschiedliche Expertinnen, Expertenmeinung, sagten Sie ja zum Glück oder gut so, dass es die gibt. Natürlich. Das war Ihre erste Reaktion, glaube ich. Ja, also ich habe es ja gesagt, gerade bei jetzt jenseits der Frage, ob es das Virus gibt oder nicht, wo wir uns alle einig sind, gibt es eben sehr, sehr schwierige Fragen, wo es keine einfache Datenlage gibt, wo es eben auch unterschiedliche Interpretationen der Daten gibt. Und insofern finde ich das eben ganz wichtig, dass dann auch unterschiedliche Einschätzungen dieser Daten auch abgebildet werden, weil es bildet dann eben das sozusagen breite, nicht Meinungsbild, aber sozusagen die breite Interpretation der Daten in der Wissenschaft ab. Ne? Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber natürlich gebe ich auch zu, dass das durchaus auch zu Verwirrung führen kann. Aber das ist ja eine Frage, wie so etwas kommuniziert wird, wie das in Formaten auch rübergebracht wird. Ne? Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt da sozusagen eine Einheitseinschätzung hätten, wäre das besser? Würde das dann nicht auch sozusagen wieder zu Fragen führen und sagen, hier wird gar nichts mehr diskutiert, wo sind wir denn und kommen bestimmte Leute nicht mehr zu Wort? Also das ist ja dann auch wieder schwierig. Ne? Mhm. Aber ich verstehe das, dass sich das manche wünschen und sagen, hier gibt es diese ganzen unterschiedlichen Einschätzungen und was stimmt denn jetzt? Na, da kann ich nur antworten, die Pandemie ist eben hochkomplex und dadurch ist das eben so, jenseits der Frage, ob es das Virus gibt oder nicht, die natürlich jeder mit natürlich beantwortet. Gut, wenn es für Sie in Ordnung ist, dann würde ich sagen, wir haben schon 2 Minuten überzogen und wir gucken jetzt, ob die Getränke wirklich da sind, die versprochen worden sind von Matthias. Sagen vorher nochmal ein großes Dankeschön an alle, die zugeguckt haben, aber vor allem an Professor Schmidt-Schanassi. Vielen Dank, dass wir da sind. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.